Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben mal wieder Montag, heute den 23.05.2022. Und ich begrüße alle zu den Wandelgesprächen. In einem Satz, die meines Wissens erste und einzige Gelegenheit, wo alle mit allen freundlich über alles sprechen können. Einschließlich orientierungssuchende oder sinnsuchende Kinder und ja, so, dass man auch nichts tabuisiert. Also es kann dann auch, was ja eigentlich logisch ist, über die wichtigsten Probleme der Welt, die nötige Veränderung, den Wandel gesprochen werden. Näheres brauche ich nicht dazu erzählen, weil wir einen ganz tollen Thread im ersten Zensur- und korruptionsbefreiten Forum haben. www.freie-argumente-kultur.de. Da könnt ihr so einiges lesen, was da hier der Rahmen ist und was es auch schon für Inhalte gab. Und ja, besonders bemerkenswert ist heute, dass wir die übliche Methode, die wir haben, den Redekreis, also jeder kann ein paar Minuten und dann wird der Staffelstab in beständiger Reihenfolge an den nächsten abgegeben, dass wir da ein besonderes Experiment jetzt mal machen wollen. Und zwar geht das zurück auf eine Herausforderung vom guten Dylan. Wir kämpfen ja an allen Ecken mit der Frage, wie man eine minimal ausreichende Aufgeschlossenheit der Menschen finden kann, dass die nicht nur stur ihren egoistischen und tolerant Interessen hinterherrennen, sondern man mit ihnen überhaupt über die großen Fragen, die große Dimension, Sinn und Wohl im Ganzen reden könnte oder da sich was bewegen ließe. Nicht alles von egoistischer, individueller Konsumsucht, kapitalistischen Vorteil bringen, Irrtümern und was es alles noch so sei, fehlgeleitet und zu Schaden hingeleitet wird. Weniger Schaden erreichen in der Entwicklung, sodass es für die Welt ein grüner statt einem tiefroten oder völlig zerstörerischen Bereich sein könnte. Und Dylan meinte, okay, mit dem Forum, was wir da haben, wäre es ja gelungen, eine erste so richtig, ich sag mal, funktionsfähige freie Argumentekultur beziehungsweise Plattform dafür zu erstellen. Aber was hilft das, wenn die Leute höchstens um die Ecke gucken, oh, was passiert denn da, aber sich nicht um die Ecke rumtrauen, nichts sagen? Er nennt das die Ausweicheritis. Wir nannten es früher schon mal die Ausgrenzeritis auch, weil wenn es schlimm kommt, dann hält man sich nicht nur zurück, sondern versucht, anderes wegzudrängen von der Bildfläche. Ist dann noch schlimmer. Und so stellte dann Dylan die Herausforderung auf, ob es nach der Einrichtung von freier Argumentekultur auch gelingen könnte, überhaupt irgendwie die Ausweicheritis auch aufzuheben. Und ja, habe ich gesagt, gerne nehme ich die Herausforderung an, dass nach der freien Argumentekultur auch dieses Kernproblem, dieser Schlüsselknoten für die Entwicklung zur Verantwortlichkeit beseitigt werden kann. Und dafür, das ist Dylan und mir klar, müsste man dann auf jeden Fall mit revolutionär wirksamen Kommunikationsmethoden auch arbeiten. Und eine dieser Vorstellungen ist, dass man gezielt auf einen Punkt dann gerichtet, in schnellem oder jedenfalls effektivem Hin und Her zwischen den Personen, die da eben die Klärung durchführen wollen, die Sache möglichst intensiviert, immer griffiger macht und immer mehr auf den Punkt bringt und immer mehr intensiviert auch mit dem Lösungsinteresse, so dass es A, da eine gewaltige kommunikative Kraft erzeugt und B, die Ausweicheritis-Leute hinter den Ecken sozusagen wie ein unwiderstehlicher magischer Sog hervorzieht und sie merken, das ist das Tollste auf der Welt, das ist das, was uns alle retten kann und die Welt heilen kann und wir müssen jetzt unbedingt aus dem Quark kommen und richtig positiv mitmachen. Ja, und ich hatte erst gedacht, denen und andere Leute, die da auch zum Teil Konflikte haben, wir machen das im Forum, wo wir auch diese Methode dann mit Konfliktthemen und dann Dreisatzmediation, also hin und her zwischen den Beteiligten im Dreisatzmodus. Aber Dylan meinte, da hätte er seinen Zweifel, ob das denn noch so wirken kann. Er wollte erstmal mit einem Talk oder einem Talk-Modus damit umgehen und schlug dieses sogenannte Schachuhr-Austauschverfahren vor. Er kann das gleich noch ein bisschen genauer beschreiben, weil zum Beispiel wie viele Minuten
man dann spricht, dass er meinte jetzt wohl 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob das beim Blitzschach oder so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass außer den Eingangsstatements kürzere Zeiträume fürs Hin und Her noch effektiver wären. Aber da folge ich heute Abend ganz mal, also seinen Vorstellungen, wie wir diese Methode ausprobieren. Die anderen müssen sich daran nicht beteiligen. Die können in ihren, wenn es dann 5 Minuten sind, sagen, was ihnen gefällt. Aber Dylan und ich, wir werden das machen und wir werden es machen zum Thema Bedeutung und Grenze von Selbstlosigkeit. Ein Bild, was ich gerne verwende für die aus meiner Sicht echte organische Selbstlosigkeit, ist der Vergleich mit den weißen Blutkörperchen, den Leukozyten im Körper, die so sehr beseelt sind vom Wohl des Ganzen, auch durch ihr inneres, mit dem Gesamtorganismus übereinstimmendes Zellprogramm, DNA oder DNS, dass sie bereit sind, die Krankheitserreger zu fressen und mit ihnen ausgeschieden zu werden, also sprich fürs Wohl des Ganzen und ihre darin sich vollziehende gleichzeitige Wesens-Selbstverwirklichung bis zur Selbstzerstörung zu gehen. Und Dylan meint eben, da gibt es Einwände, vor allem auch, weil es starke Unterschiede gäbe zwischen den weißen Blutkörperchen und Säugetieren, wie wir Menschen das sind und so weiter. Also das ist dieses Thema, wo Dylan und ich heute als Premiere die Schachuhrkommunikation durchführen werden. Und ja, damit habt ihr da das hoffentlich den appetitmachenden Hinweis, was euch heute Besonderes erwartet, auch methodisch. Und das soll es mal dann gewesen sein als Einstieg. Ich gebe dann ab an den Dillen. Wir hatten doch gesagt, dass Lucky beginnt. Na, noch besser, dann fängt der Lucke an. Lucky. Okay, deswegen habe ich gerade gewartet, weil ich jetzt so ein bisschen unsicher war. Gut, dann fange ich an. Ja, ich komme gerade von einer Videokonferenz, also was in BMT, was wir gerade hatten, die ja jeden Montag auch immer ist, die AG Weltreferendum zur globalen Abschaffung des Finanz- und Geldsystems. Die immer montags ist von 17 bis 18 Uhr. Da waren wir diesmal ein paar mehr, das heißt zu viert, und es war erfreulich, dass auch neue dabei waren. Und wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten, über das alte Problem, wie werden wir eigentlich mehr? Wie sind unsere tollen Ideen, die ja hier auch öfters durch den Raum schwirren, wie können wir da eigentlich mehr Leute erreichen? Das war das Problem. Und ja, wie gesagt, haben wir eigentlich alle Gruppen. Und diesbezüglich habe ich persönlich wieder ein bisschen Hoffnung, dass eine größere Vernetzung und wieder mehr Leute zu kennenzulernen jetzt Pfingsten ist. Pfingsten bei dem Wandel-Lab kann ich euch also auch empfehlen. Die Webseite ist 2022.wandellab.org. Genau. 2022.wandellab, nicht at, sondern org.de. Ja, genau. Aber könnt ihr auch finden, wenn ihr googelt, unser Wandellab 2022 findet hier auf dem Tempelhofer Feld, beziehungsweise direkt daneben dann, statt in der Oberlandstraße in den Ufer Filmstudios. Ehemaligen Ufer Filmstudios, da sind ganz viele Räume gemietet. Haben auch Schlafbörse und so weiter. Ist also eine Möglichkeit, sich hier auch werden zu treffen. Vielleicht kommt auch die Silke, die früher hier auch mitgemacht hat, wenn wir nicht sprechen, und die war da auch sehr interessiert dran, weil die auch die anderen Gruppen kennt, da mit For Future for Humanity oder irgendwas. Aber von der Gemeinwohlökonomie ist zum Beispiel, werden da auch Vorträge gehalten. Das Programm wieder könnt ihr euch ja angucken. Ja, das hat Spaß gemacht und freue mich dann also auch die Leute, die ich dann beim Internet immer nur kannte, vom Talken, die dann persönlich kennenzulernen, weil einer kommt auf jeden Fall davon nach Berlin, will dann zusammen auch eine Veranstaltung mit mir machen, dann am Samstagvormittag, wo es eben halt auch um die geldlose Gesellschaft geht und wie gesagt, über mein Buch auch Utopia ist machbar, wo es ja auch um die Abschaffung des Geldes geht, und da wollen wir so eine Art Workshop machen mit Performance. Und ja, da freue ich mich halt schon drauf. Ja, und dann ist mich natürlich auch neugierig, auch was inzwischen geworden ist hier mit der Initiative, mit der ARD und ZDF, da und der Parteienbildung. Da verspreche ich mir heute auch eine direkte Information, kriege oder höre, wie es weitergeht, oder ob es weitergeht und wenn ja, wie.
Und ja, bin gespannt auf dieses Schachformat, weil erstmal, wenn es bei 5 Minuten ist, sehe ich auch nichts anderes, als wie wir es bisher gemacht haben. Aber wie gesagt, ich lasse mich da überraschen. Und grundsätzlich zu so einem schnellen Blitzabtausch zu einem Thema, gerne auch bereit, kann mich dann auch einklanken oder auch mitmachen. Ja. Ja, und dann kann ich nur sagen, ich so heute Abend nur arbeite und von daher dann relativ pünktlich um 9 Uhr einen Schluss mache. Also von daher, wenn wieder länger gemacht wird, irgendwas, ich werde mich schon um 9 Uhr etwa ausklinken. Ja, obwohl ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit habe, ist jetzt auch mehr als 4 Minuten, aber war das erstmal, was oben anliegt. Wie gesagt, kann euch da empfehlen, mit Ruf zu gehen. Was auch noch interessant war, dass eben noch mehr Leute bei der AG, hier Weltreferendum, dass da auch jemand, nicht mehrere Leute, sondern einer auch mit dem Kai gesprochen hat, von Helfer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Helfer wahrscheinlich. Diese Bewegung, die ja auf so einer lokalen Ebene, beziehungsweise die wollen sie ja auch im Prinzip global vernetzen, aber lokal anfangen. Also das ist auch das, was Öffi, glaube ich, sehr entgegenspricht, dass es sozusagen lebende Modelle geben muss, wo Leute sehen kann, wie es schon läuft. Und da erlebe ich eben, dass die Helfer so relativ viel schon gemacht haben hier in Deutschland, so einzelne Gruppen gebildet haben. Hier in Berlin gibt es schon über 12 verschiedene Gruppen oder 13 verschiedene Gruppen, die sich so untereinander vernetzen auf so einer lokalen Ebene, also eine ganz kleine Ebene, bezirksmäßig noch oder noch kleiner, ortsteilmäßig organisiert. Und die ja langfristig, das Helferprinzip ist ja auch, dass es geldloses ja, Schenken ist, geldloses Schenken. Und das finde ich, da sollten wir eigentlich auch mit denen mehr zusammenarbeiten oder ja, uns auch mehr mit denen vernetzen, weil es kommt also auch mit meiner oder wie ich auch hier mitkriege, teilweise unsere Grundidee, also auch in meinem Wohlökonomie ist ja das, kommt das der. Ja, passt ja, wenn es jetzt piept, dann gehe ich gleich weiter an. Wer wird jetzt der Nächste sein? Henning? Oder ihr beide jetzt zusammen? Ja, jetzt sind erst Öffe und ich Ja, dran. Und nur okay. ganz kurz, Luki, für deine Frage gleich mal vorab zu beantworten. Das Wahlbündnis läuft. Die eine Firma ist dran an einer Partei, die dann aber in dem Modus, dass sie zwei neue dazu bringt, die ganze Kette starten soll. Es ist einfach viel mühsamer, als man denkt. Die meisten Gruppierungen sind unheimlich einzelgängerisch und wollen nur ihr Ding und glauben daran, dass sie die Welt alleine aus den Angeln heben werden, ohne Kooperation. Aber kann ich ja nachher noch was zu sagen. So, und jetzt beginne ich damit mit dem Schachuhrmodus. Und zwar öff. Die Regel ist ganz klar, du kannst jederzeit Wechsel rufen und jeder kann immer, wenn er irgendwie sieht, er hat einen Gedanken erfasst und will darauf eingehen, Wechsel rufen. Also Öffi, scheue dich nicht, sofort Wechsel zu rufen, wenn du irgendwas, eine Idee hast, was du dazu sagen könntest. Denn nur so wird das wirklich wirksam und lebendig. Ja, und ich blende unser Bild ein, dass wir also hier. Da sieht man, wir sind ja auch die beiden Supervisoren. Wir arbeiten ja auch als Supervisionsteam. Man nutzt uns noch nicht richtig, aber wir wollen das ja. Und wo die Unterschiede sind, also ich betone noch mal, bevor wir loslegen, ich schätze ja die freie Argumentekultur als fantastisch und Weltspitze. Prinzipiell das Forum auch als Weltspitze, weil es wirklich sonst keinen anderen Raum gibt. Überall sonst wird man sofort zensiert und terrorisiert, wenn man anders denkt als die Anwesenden. Und aber es fehlt die Verhinderung der Ausweicheritis, ne? Und das versuchen wir ja jetzt heute hier schon mal hinzukriegen. Ob das dann im Forum auch klappt mit der Dreisatztechnik, das wird sich zeigen. Das werde ich mit Interesse mich informieren lassen. Öffi wird mich ja dann benachrichtigen, wenn da was losgeht mit Dreisatztechnik, sich jemand darauf einlässt, dann freue ich mich ja. So, ich lege los mit meinem Beitrag und sage. Und Öffi, wie gesagt, jederzeit Wechsel rufen. Ich schalte dann die Uhren um, dann läuft dein Zeitkonto runter. Ne? Also. Ja, mein. Jeder hat ein Zeitkonto von 5 Minuten, ja? Bei dem Hin und Ja, Her. jetzt.
Genau, ich habe hier die Okay. zwei Uhren vor mir und schalte die dann immer parallel hin und her bei jedem Ja, okay. Wechselruf. Ja, okay, verstehe ich. Also, mein erstes Statement ist folgendermaßen. Für Naturwissenschaftler ist es quasi so, dass ein unendlich großer Unterschied zwischen der biologischen Einheit eines weißen Blutkörperchens und der biologischen Einheit eines Säugetiers, des Säugetiers Mensch besteht. Es könnte aus naturwissenschaftlicher Sicht keinen größeren Unterschied geben, weil das Säugetier hat eigene Geschlechtsorgane und Fortpflanzungsorgane, ist also eine biologische, selbstständige, reproduktive Einheit. Das weiße Blutkörperchen hat keine eigenen Geschlechtsorgane, kann sich nicht eigenständig wie eine Bakterie im Körper sozusagen eigenständig vermehren und so weiter. Außerdem ist die Verwandtschaft zwischen der weißen Blutkörperchen und dem Gesamtkörper und damit den Eierstöcken oder den Hoden zum Beispiel des Säugetieres 1,0, also die höchstmögliche Stufe. Und daraus erklärt sich von selbst, dass dem weißen Blutkörperchen gar nichts anderes übrig bleibt, als wenn es sich erhalten will, muss es sich aufopfern bis zum Tode für den Gesamtorganismus, weil nur der Gesamtorganismus kann es wieder reproduzieren in ähnlicher Form in der Zukunft. Und der zweite Punkt ist, dass eben ein Lebewesen, das Geschlechtsorgane hat, das stuft seine Selbstlosigkeit ab. Wir nennen das die Verwandtenselektion in der Wissenschaft. Das heißt, zum Beispiel kann eine Frau auf eigene Kinder verzichten und die Kinder, und die Schwester beim Kinderkriegen unterstützen, wenn die Schwester 10 Kinder kriegt. Jedes Kind hat eine Verwandtschaft mit der Schwester von 0,25. 10 mal 0,25 gibt eine genetische Hinterlassenschaft von 2,5 mal, hinterlässt also die Schwester, die selbst auf Kinder verzichtet, ihre eigenen Gene in der Zukunft. Würde sie selber Kinder bekommen und das dann nur schaffen, zum Beispiel nur 4 Kinder in die Welt selber zu setzen, dann hätte sie nur 4 mal 0,5, 2,0 in die Welt gesetzt. Also ist es für diese Schwester in dieser besonderen Situation sinnvoll, auf eigene Kinder zu verzichten und die Schwester zu unterstützen, weil die reproduktiv stärker effizient ist als sie selbst, weil 2,5 ist besser als 2,0. Und ansonsten ist es wirklich eine Sache, ja, ich warte auf den Wechselruf, aber das ist Okay, wechsel, wenn du magst, warte, dann wechsel. Ich halte mich einmal zurück, ich bin so ein bescheidener Mensch, hoffe ich so. Aber wenn darfst du du sonst nicht machen. Die Wechselmethode lebt davon, dass du unterbrichst. ja, aber es geht ja auch so offensichtlich. Also du hast auf den Wechselruf gewartet, dann kommt er jetzt hiermit mal wechseln. Ja, loslegen, loslegen. Alles klar, Dankeschön. Dylan, wenn du dir denken kannst, du kannst Gott werden, würdest du, weil bisher irgendwelche biologischen Festlegungen der Körperzellen wie der weißen Blutkörperchen oder der Säugetiere diese Möglichkeit nicht gezeigt haben oder aus logischen Gründen auch nicht enthalten, würdest du trotzdem einen Grund sehen, es zu versuchen? Anders gesagt, wenn wir als Menschen ein kosmisches Bewusstsein aufbringen können, das heißt, wir können und scheinbar sind wir die einzigen Wesen, die dieses geistige Volumen jedenfalls hervorbringen. Wo auch immer es herkommt, ob ein Gott es uns einpustet oder die genetische Entwicklung der Zellen das Programm auch enthält. Aber wir können uns Sinn und Wohl des Ganzen denken. Wir können uns denken, die Vernunftseele will das, was im Ganzen sinnvoll und gut ist. Dann stellt sich die Frage, gibt es eine Begründung, eine überzeugende oder vielleicht auch zwingende Begründung, sich dafür zu entscheiden und sich über vielleicht sogar alle möglichen Einwände hinwegzusetzen? Ich behaupte, seine Vernunftseele zu entfalten, hat einen so hohen Wert in sich und natürlich, wenn man genauer betrachtet, auch einen Wert für verantwortliche Entwicklung der Welt gegen Selbstzerstörung, dass man sich um jeden Preis dafür entscheiden sollte
Und dann kann man ja das spannende Experiment machen, wie ich mein Leben so verstehe. Ich mache mich zum Versuchskaninchen, wie viel geht. Wechsel. Ja. Das Problem ist, dass aus naturwissenschaftlicher Sicht ich kann es nicht völlig ausschließen, dass Öffi vielleicht, weil er das vielleicht wirklich kann, eine genetische Mutante ist, was extrem schwer vorstellbar ist, weil es dafür mehrere genetische Mutationen auf einmal erfordern würde, einen Organismus völlig umzukonstruieren. Aber die Masse kann so niemals sein. Wir können also damit nicht die Welt verändern, weil die Masse in der Evolution immer unter dem Selektionsdruck steht. Sobald ich einmal selbstlos handle, sterbe ich morgen aus in der Evolution und dann gibt es diesen Selbstlosen nicht mehr, weil ich ja zum Beispiel praktisch zu wenig oder gar keine Kinder hinterlasse, weil ich ja in meiner Selbstlosigkeit alles anderen gebe. Und dadurch kann es so etwas in der Masse nicht geben, weil immer solche Menschen, die das wirklich praktizieren, aussterben. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir auch bei Ameisenbeispielen, dass man das früher immer, dass es in der Wissenschaft bekannt ist, dass es eine Standardmanipulation sein kann, dass man andere manipuliert, sozusagen letztendlich sich wie die Ameise oder das weiße Blutkörperchen zu verhalten. Aber ich denke, Öffi, dein Ziel ist ja nicht, die Menschen, einige Menschen zu manipulieren und die Masse wehrt sich gegen diese Manipulation, sondern du willst ja etwas ansprechen, was menschen-eigen sei. Wechsel. Ja, gerne, gerne. Ich muss sogar zugeben, nein. Also in dem Moment, wo ich erkannte, und das war bei mir mit 13 Jahren, ich kann das, was egal, ob die anderen Menschen das ernst meinen, ob sie lügen, ob sie haltlose Märchen erzählen, ob es keiner um mich herum erreicht. Mit 13 Jahren habe ich die Möglichkeit gesehen, dass dieser Geist, diese Vernunft in mir, dieses Gewissen, was für Sinn und Wohl des Ganzen auch spricht, dass ich also Vernunft, Seele und Liebeswesen in mir haben kann. Die Erkenntnis hat sofort gereicht, auch ohne den Glauben an einen Gott oder irgendetwas, war mir sofort klar, dass das eine solche Bedeutung für mich hat und einen solchen Wert, dass ich alles daran setzen werde, davon so viel wie möglich zu verwirklichen. Jeden Einwand, der erhoben würde, hätte ich wegen diesem Wert beiseite geschoben und gesagt, dann mache ich es trotzdem und ich zeige auch mir selber, was möglich ist, weil es nicht mehr anders geht. Der Wert dieser Qualität, also so für Sinn und Wohl im Ganzen zu leben, schlägt alles andere. Und zu dem, was du gesagt hast, ich finde es faszinierend, also auch bei dem Vergleich jetzt zwischen weißem Blutkörperchen und Säugetier. Mir geht es ja, wie bei jedem Vergleich, vor allem um das Tertium Comparationis. Also man sagt ja manchmal auch, Äpfel und Birnen kann man nicht vergleichen. Kann man nicht, wenn man meint, man will jetzt mal über die Eigenschaften der Äpfel reden. Aber dass beides Obst ist zum Beispiel, ist ein Tertium Comparationis, was sinnvoll auch zwischen Äpfel und Birnen angebracht werden kann. Und ich will halt sagen, diese Strukturvorstellung, also die höchste Einheit, harmonische Einheit zwischen einzelnen Teilen, die wir Menschen uns vorstellen können, das ist so eine Einheit, wie es bei den Zellen im Körper halt ist. Es gibt das Programm des Ganzen, was in jedem einzelnen Teil, im Wesenskern dieses Einzelnen, voll mit enthalten ist. Dasselbe Programm im Einzelteil und im Ganzen. Das erzeugt natürlich eine Möglichkeit von harmonischer Einheit, die ist der Wahnsinn. Einer für alle, alle für einen und so weiter. Und auf diese, Wechsel. alles klar, ich wollte sagen, auf diese Struktur kommt es mir an. Das ist das Tertium Comparationis. Und wenn das möglich ist, dann kann man da viel. Ja, daraus erhoffen. Mehr könnte ich dazu im Detail sagen, aber jetzt sag du erst mal das. Ja, nee, denn wenn Wechsel ist, darf man nichts mehr sagen, ja? Okay, gut. Also, schon ich, obwohl ich ja Post-conventional Level erreicht habe, als ich meine Praxis aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Welt geschlossen habe. Ich kann das nicht. Also schon ich kann das nicht, obwohl ich wahrscheinlich der verantwortungsvollste Psychotherapeut jemals war. Jetzt hat es gepiepst, das bedeutet, mein Konto ist leer. Also ich kann das nicht. Und jetzt hast du irgendwie noch 52 Sekunden wieder zu antworten. Ja, super. Dann kann ich nämlich sagen, dass diese Struktur mich fasziniert. Die ist nämlich nicht nur in mir, dass ich gemerkt habe, wir können die Vernunft, Seelen, die Liebeswesen, die Götter sein, ne, uns zu Göttern machen, auch wenn es keine gibt.
Und nichts hat den Wert, uns da aufzuhalten, wenn wir es sehen. Keiner wird sich aufhalten lassen, der richtig begreift, was es bedeutet. Aber die Struktur ist der Wahnsinn, weil jeder Mensch kann sie verstehen. Ich könnte hier gleich zitieren, Peter Singer über die Spieltheorie und sowas, wo er sagt, so eine Integrationslogik wäre die höchste Form von Verhaltensorientierung in einem Verbund. Und genauso das Leben, wie ich beschrieb, ob jetzt mit dem Organismus und den Zellen, die so dasselbe Programm haben, ob die Gaia-Vorstellung, dass die Erde eine lebendige Einheit sein könnte, ob die Vorstellung, dass der Kosmos insgesamt lebendig sein könnte, dass wir das Hirn und die Augen Gottes in der Welt sein könnten, ist rein Wahnsinn. So, jetzt ist Henning dran mit seinem Redebeitrag. So, Sekunde, Henning, in 2 Sekunden kannst du beginnen. Jetzt habe ich wahrscheinlich für die Live-Zuschauer einen Fehler gemacht. Aber okay, ich muss nämlich auch noch das Mikro immer wechseln. Aber in der Aufzeichnung müsste es funktioniert haben. Also Henning, du bist dran. Bitte 2 Sekunden warten und dann zu beginnen. Ja, herzlichen Dank für den Wortbeitrag. Ich möchte mich dem gern anschließen. Oh, ich habe ein Echo irgendwie. Alles klar mit der Technik? Jetzt ist, glaube ich, besser. Ja, gut. Ich möchte zu eurem Gespräch jetzt noch etwas dazu sagen, weil ich in der stillen Diplomatie mitarbeite und in der stillen Diplomatie haben wir einen Durchbruch errungen, dass wir das Militär abschaffen können. Und beziehungsweise das Militär ist überflüssig geworden, weil wir in der Gewaltforschung festgestellt haben, dass also Epigenetik nachgewiesen werden kann, also Traumata. Und Traumata werden eigentlich von den derzeitigen Regierungen an den Menschen geschaffen. Und die Narrativänderung, die wir in der stillen Diplomatie und auch in der Wissenschaft durchgesetzt haben, ist, dass die Gewalt von dem Menschen genommen wurde. Das heißt, der Mensch an sich als Organismus ist grundsätzlich nicht gewalttätig, weil Gewalt entsteht einzig und allein durch Traumata, die Menschheit erlebt hat. Und diese Traumata konnten durch Marker in der epigenetischen Forschung nachgewiesen werden. Unter anderem ist also auch durch die stille Diplomatie beziehungsweise durch das Kobabu-Institut nachgewiesen worden in Gefängnissen an Gefangenen, dass dort Yoga gemacht wurde oder auch Meditation gemacht wurde und die Traumata-Marker heruntergegangen sind durch die Übungen des Meditierens und auch des Yogas. Das heißt also, der Mensch ist epigenetisch nicht gewalttätig, sondern die Gewalt ist einzig und allein das System, in dem wir leben. Und dieses System wollen wir ja hier ändern oder auch durch Gespräche wandeln. Aber das machen wir auch in der stillen Diplomatie. Und dieser Wandel ist jetzt vollzogen worden und das System ist auch äußerlich zu erkennen, dass es am Bröckeln ist. Es fällt überall zusammen. Die letzten 2 Jahre Corona sind gerade am Einstürzen. Man versucht zwar noch mit einem Affenpockenvirus oder was weiß ich auch immer, noch mal medial aufzutreten, um den Menschen Angst zu machen. Aber der Mensch braucht keine Angst haben. Der Mensch ist, wie es so schön heißt, Mittelmaß des ganzen Universums. Und wenn ich das aus der meiner Forschung betrachte, aus den 3 Spiralen von Karal und Nazca, wo, wie es auch in der Bibel so schön heißt, Gott ist Licht in Johannes 1,5 und auch wie es Max Planck und Hans-Peter Dürr gesagt haben, es ist letztendlich alles mit allem verbunden und eine energetische Beziehung. Was wir aller nicht sehen, ist diese energetische Beziehung, die in der stillen Diplomatie oder auch vom Kobabu-Institut epigenetisch durch Marker nachgewiesen worden ist. Und diese energetische Beziehung kann sich aber, wie es auch bei mir passiert ist, durch Lichteinflüsse ändern. Das heißt also, die Epigenetik ändert sich durch Lichteinflüsse genauso wie auch durch Traumata oder durch Gewalt
oder auch durch Freude. Und Freude ist ein wesentliches Merkmal, oder Meditation ist auch ein Einfluss auf die Gene. Und das ist eine wesentlich wichtige Erkenntnis, die wir in der Wissenschaft der stillen Diplomatie gewonnen haben. Und das ist ein Grund zur Freude, und weil Freude ist genauso ansteckend wie Angstzustände. Und nur Freude stärkt das Immunsystem und auch die Gesundheit, während Angst genau den gegenteiligen Effekt bewirkt. Und dieser gegenteilige Effekt ist eigentlich nur ein Energiemangel. Und oder entsteht meistens nur durch Energiemangel. Und da wir jetzt in einem Bewusstseinswerdungsprozess sind, nach dem großen Jahrkalender, wo die 6000 Jahre Nacht vorbei sind, also kosmische Nacht vorbei sind, so wie 6 Stunden am 24-Stunden-Tag auch jeden Morgen vorbei sind, wo wir aufwachen, wo wir uns bewusst werden und unsere Handlungen in Friede, Freude und Fleiß durch oder agieren dürfen. Und wer noch um irgendetwas kämpft, hat demnächst mit energetischen Dissonanzen zu rechnen. Und das sind Konsequenzen. Und Konsequenzen sind eben auch ein kosmisches, energetisches Gesetz, wie im Großen, so im Kleinen. Oder wie ich immer auch so schön sage, man kann nur das sehen, oder beziehungsweise man kann nur das ernten, was man sät. Und aus einem Kürbiskern kommen keine Äpfel raus, sondern immer nur Kürbiskerne. Und solange wir uns mit einem vorteilbringenden Irrtum um irgendetwas kämpfen, was ein Nichtswert ist, also ein minderer Geldwert ist gegenüber dem Lebenswert, sind wir auf dem falschen Weg. Wir müssen wieder erkennen, dass das Leben und die Ehre und die Würde wichtiger ist als alles andere, was wir als Systeme benutzen. Denn das Leben ist Kommunikation, und die Kommunikation ist die energetische Beziehung zwischen uns und allem. Damit gebe ich weiter. Luki, du bist automatisch dran. Die Reihenfolge müsst ihr hinkriegen ohne mich. Ja? Ja, okay, gut. Du musst nicht mehr einzählen. Nein, nichts. Okay, alles klar. Gut, dann mache ich weiter. Ich bedanke mich bei meinem Vorredner Henning, wo ich auch spezifisch eingehen will drauf, weil er hat mir teilweise aus, aus der Seele gesprochen, mit der Einleitung, dass der Mensch von Hause aus nicht gewalttätig ist, sondern dass die Strukturen ihn dazu machen. Stimme ich natürlich voll überein, weil das auch meinem Menschenbild entspricht. Nur die Sicherheit, dass wir dann zu was anderem kommen insgesamt und dass dieses Zeitalter schon angefangen hat und so weiter, das sehe ich noch nicht so in dieser Deutlichkeit. Ich würde mir wünschen, aber in letzter Zeit denke ich, ob wird nicht irgendwann zu einer Dystopie kommen statt einer Utopie, also so ein Kollaps, dass der Planet und Teile der Menschheit einfach draufgehen oder umgekehrt Teile der Menschheit und oder die ganze Menschheit und vielleicht Teile des Planeten, nur ein paar Einzeller oder sonst ja Sachen überleben. Da habe ich in der Zeit so Befürchtungen, weil, wie ich schon beim ersten Beitrag sagte, wir haben tolle Ideen, bloß die Frage ist, wenn die Mehrheit die nicht ergreift und dann zu einem Umschwung oder Kipppunkt kommt, dann frage ich mich, ob es da nicht so zu einer Katastrophe kommt. Und die anderen Sachen, die du so gesagt hast, die finde ich auch sehr schön. Also das Freude und glücklich sein, dass das natürlich die beste Prophylaxe ist und das Immunsystem stark statt Angst. Aber ich glaube, das ist ja auch im Sinne des Systems, dass eben Angst erzeugt wird und Angst produziert werden muss, weil sonst sind wir nicht das Rädchen im Betrieb, der was halt mitmacht. Mitmachen heißt eben konsumieren,
uns gegeneinander hetzen lassen. Der Mensch ist das Menschenfeind. Der Mensch ist das Menschenwolf, wie es irgendwie so im Lateinischen oder irgendwo heißt. Und das wird nach Mensch nach eben der auch ja, produziert. Weil sonst könnten wir uns ja nicht gegenseitig bekämpfen. Und mal konsumieren, konsumieren, besser sein wollen als der oder die andere und so einspannen lassen, was der jetzt ja auch wieder ist. Du hast ja das schon angedeutet mit dem Affending, aber ich sehe doch ein Stück weit jetzt mit Putin Gegner und Putin, nee, oder Putin Versteher und Putin Gegner und so weiter. Vorher war es mit Corona, dass wir uns also mal gegeneinander aufhetzen lassen und mit Menschen nicht eine Form von Freude sehen und eine Erweiterung meiner eigenen ja, Energien oder meiner eigenen Kreativität und meiner sozialen Beziehung und der andere sozusagen Grund für, zur Freude für mich ist, sondern erstmal muss ich ja in Habachtstellung gehen und den anderen als Konkurrenten sehen, der oder der mich über Leisten ziehen will, also vorsichtig sein. Und ich ihn natürlich auch entsprechend abchecke, was kann ich von ihm kriegen oder ihr kriegen, ausnutzen, für mich verwerten. Und von daher stehen wir also nur in einem, ja, wie ich schon sagte, Konkurrenzverhältnis und nicht in einem Wohlfühl- und Kooperationsverhältnis und oder in einer Geschenkverhältnis, wo mir Spaß macht, mein Wesen und mein Gutsein und mich wohlfühlen eben daraus speist, dass ich anderen eine Freude mache, sondern ich muss oder will andere ausnutzen, was von ihnen haben und muss selber aufpassen, dass ich nicht in meine Leisten gezogen wird. Das ist, wie gesagt, für mich eben ganz eminent mit dem Geldsystem und Finanzsystem verknüpft. Und die andere Psyche würden wir erst kriegen, wenn wir eben das Geldsystem abschaffen würden. Und habe ich dann eben Änderungen machen würden, auch gefühlsmäßig, bewusstseinsmäßig, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Habe ich auch in meinem Buch aufgeführt, Utopia ist machbar, zum Beispiel mit Kriminalität, mit also auch mehr präsent sein. Viele Unfälle, Haushalt und sonst was sind ja mit passieren. Deswegen, weil ich nicht immer hier und jetzt bin, sondern mit den Gedanken woanders, ja, bei der Ratenzahlung oder beim Gerichtsvollzieher, der demnächst kommt und so eine Schichten. Und da ja, laufe ich dann über die Straße, ohne zu kicken. Ach so, ich wollte ja Hochdeutsch reden. Über die Straße laufen, ohne zu sehen. Oder mir fällt irgendwas auf den Fuß, weil ich eben ja, nicht im Hier und Jetzt bin und nicht voller Freude und voller Ruhe und Stabilität, sondern eben gehetzt bin und ängstlich bin. So, und damit gebe ich weiter an Dylan und Öffi mit ihrem Schach. Ja, und vielleicht nur als Hinweis an die Live-Zuschauer, ich übe noch, als Fernsehregisseur bin ich noch nicht so gut. Ich hatte vergessen, dass ich bei der Schachuhrtechnik das Mikrofon auch ständig hin und her bewegen muss. Also Öffi, du musst dann auch immer eine Sekunde nach dem Wechselruf warten, bis ich das Mikro dann auch vor deinen Lautsprecher gelegt habe. Ja? So, Öffi, bist du bereit für die nächste Runde? Bist du Na bereit? klar, na klar. So, und dann fange ich wieder mal an. Und Gern. dann rufst du jederzeit Wechsel, ja? Ja. Und dann aber eine Sekunde noch warten, bis das Mikro davor liegt, Ja. vor dem Lautsprecher. Ach so, nee, dann muss ich, ja, gut, dass wir nochmal drüber nachgedacht haben. Ich muss nämlich dann hier in dem Moment mein Mikro abschalten, sonst haben wir das Echo, was Henning vorhin kurz gehört hat, nämlich drin. Und das Echo müssen wir vermeiden. Also kann ich jetzt nur das hier tun, nämlich Öff-Öff einblenden und ich muss das Mikro gleichzeitig umschalten. Wenn Öffi spricht, muss ich mich ausschalten. Ja, also man lernt dazu. So, es geht los. Moment. Ich fange an und zwar mache ich das jetzt nochmal schön groß, dass es schön aussieht. So, ich fange an. Ja, also
Auch die Epigenetik wäre ja eine Sache, die jetzt Öffi unterstützen könnte, so nach dem Motto, ja, dann kann der Mensch sich doch auch genetisch wandeln. Aber diese Hoffnung hat eine berühmte Epigenetik-Professorin in ihrer Rede an einer amerikanischen Universität zerstreut und hat gesagt, alle Leute überschätzen weit die Möglichkeiten dieses epigenetischen Spiel. Das ist wie so ein kleines Spiel, das bei den Genen sozusagen besteht. Aber das bedeutet nicht, dass die Grundsätze des Genetischen außer Kraft setzbar wären oder so etwas. Das geht nicht. Das sind winzige Verschiebungen, die da möglich sind. Und man darf daran nicht die Hoffnung knüpfen, einen neuen Menschen über die Epigenetik schaffen zu können. Ja, eher ist es so, dass man in der Naturwissenschaft eben sagt, ja, diese Hinweise auf die weißen Blutkörperchen und auf die Ameisen, wo die Soldaten sich auch selbstlos aufopfern, die selbst wieder keine eigenen Geschlechtsorgane haben, deswegen ihr Leben opfern um den Eierstock, der Eierstock heißt die Königin, sozusagen aufzuopfern und eine andere Möglichkeit, sich selbst fortzupflanzen, haben sie nicht, außerdem sind sie 0,75 mit allen anderen verwandt, also mit einem hohen Wert. Das heißt, also das sind alles wieder Eigenschaften, die bei einem Säugetier genau das Gegenteil sind, sozusagen. Ja, und hat man in der Wissenschaft aber gesagt, natürlich gibt es immer wieder Leute, die versuchen mit Bezug auf Ameise und weiße Blutkörperchen und ähnliche Dinge, Bienen und so weiter, die Menschen zu manipulieren, andere zu manipulieren zu einer Selbstlosigkeit. Das kann auch gelingen. Das geht auch. Man kann Menschen zu etwas manipulieren, zum Beispiel zum Heldentod im Krieg und so weiter. Die Frage ist nur, will man darauf eine neue Gesellschaft aufbauen, dass ein gewisser Prozentsatz der Gesellschaft sich manipulieren lässt zur Identifikation mit der gesamten Welt und allen anderen nicht verwandten anderen Säugetieren und Menschen und so weiter? Will man darauf versuchen, eine Gesellschaft aufzubauen? Ich halte das für unmöglich, weswegen ich Öffi empfehle, sich stärker auf die GWÖ-GWO-Kombi zu orientieren, weil dieser Weg kann aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht funktionieren. Wechsel! Ja, genau, Wechsel. Ist mal wieder gut. Ja, also ich danke auch den anderen. Und ich muss nochmal betonen, für mich ist die Erkenntnis als solche, also wie kann ich mich in meinem Wesentlichsten, meiner Vernunftseele, meinem Liebeswesen, dem so verstandenen Göttlichen in mir bestmöglich entwickeln? Eine Erkenntnis, die ihren Wert und ihre Durchschlagskraft auch dafür alles dann zu tun, in sich hat. In dem Moment kann ich sagen, ich weiß nicht, woher es kommen kann. Ich weiß auch nicht, wie weit es gehen kann. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mich ein Lichtstrahl treffen müsste. Ich weiß nicht, ob meine Gene verrückt spielen müssten. Ich weiß nicht, ob, wie Lucky da so meint, es darauf ankommt, wie mir Geld in die Tasche gesteckt wird, ohne irgendwie als bedingungsloses Grundeinkommen oder wie auch immer. Oder ist ja egal, ob ich noch ein paar Stunden dafür arbeiten muss. Also jedenfalls wäre es ja dann schlaraffenlandmäßig genug. Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, diese anderen Dinge können nur äußere Stützen sein. Denn mein Wesen ist eben wirklich die Vernunftseele oder das Liebeswesen. Es ist nicht einfach Licht. Wenn in mir die großen Scheinwerfer angeschaut Ja, eben entscheidende Zwischenfrage. Aber wie bis jetzt weichst du einfach der Naturwissenschaft aus? Irrt sich die Naturwissenschaft? Wo irrt sie sich, dass sie sagt, das, was du willst, ist unmöglich? Ein Teil der Menschen kann man manipulieren. Ja, das geht. Aber Manipulation als Grundbaustein einer gesunden, glücklichen Gesellschaft sieht man aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht für sinnvoll. Aber mit der Masse der Menschen kann man das nicht machen. Wechsel! Ja, also das halte ich für eine kühne Aussage, denn ich formuliere es mal andersherum. Die Naturwissenschaft erforscht die Natur. Sie sagt nicht, das, was die Natur hervorbringt, ist nicht möglich. Also das ist ja wieder ein guter Spruch. Alle sagen, es geht nicht, dann kommt einer, der hat es nicht gewusst und der hat es einfach gemacht. Also wenn ich als Versuchskaninchen zeigen kann, dass das möglich ist, dann ist es in der Natur möglich. Und die Wissenschaft hat sich nach der Natur zu richten, nicht die Natur nach der Wissenschaft.
Und ich hatte schon gesagt, die Frage der Verallgemeinerbarkeit, also alleine der Mann auf der Straße, wenn man ihm das erzählen würde, also der FF will, dass man kritisch alles durchdenkt, freie Argumentekultur und Wechsel. Dass man fürs Ganze geht. Dass das Manipulation wäre. Ja. Wechsel, danach ist immer sofort Schluss. Wechsel bedeutet, Öffi, ja. Die Möglichkeit besteht ja tatsächlich, dass es sich bei dir um eine Mutante handelt. Das ist rein theoretisch zwar absolut unwahrscheinlich, 99,9999%, aber es könnte ja sein, dass du tatsächlich eine Mutante bist, weil du zufällig 2, 3 genetische Veränderungen hast, wo das für dich möglich ist, selbstlos zu handeln und nicht nur im Rahmen der Verwandtenselektion, also gegenüber altruistisch gegenüber den Verwandten zu handeln, sondern allen Menschheitskindern der Erde sozusagen zu handeln. Aber diese genetische Sonderausnahme, wie kommst du auf die Idee, dass das alle anderen auch könnten? Wechsel. Ja, da kann ich eben jemanden zitieren, ein ehemaliger Mitschenker, der es auch nicht durchgehalten hat. Aber als er da war, hat er eben auch gehört, dass Leute kamen und gesagt haben, ah, das ist doch auch eine Ideologie hier. Der Öffi manipuliert doch die Leute nur. Pedro hieß er. Dann hat der Pedro sich vor die hingestellt und gesagt, ja Leute, lasst uns das mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Öff manipuliert die Menschen zu eigenem kritischen Denken, nach der Vernunft und den besten Argumenten zu gehen für Sinn und Wohl des Ganzen. Das ist nicht Manipulation. Also wir Menschen verstehen die Vernunft und vernünftig, ohne jetzt durch Geld oder irgendwas bestechlich zu sein, nach den richtigen Vernunftergebnissen zu gehen, verstehen wir gerade als das Gegenteil von Korruption und Manipulation. Und zwar aus der geistigen Logik als solcher heraus. Wechsel, es geht nicht um das Wohl des Ganzen, sondern es geht um die Frage der selbstlosen Aufopferung bis hin zum Tode für das Schicksal der gesamten Weltbürger und der Kinder der Zukunft der Welt. Denn es geht ja, du beziehst es ja nicht auf deine Kinder, für die du dich aufopfern willst, sondern auf die Weltkinder. Wechsel. Das Wohl des Ganzen, also jetzt die Orientierung der Vernunftseele auf das, was im Ganzen sinnvoll und gut ist, ist der Zielmaßstab. Darum geht es. Wenn ja jemand zu sagen würde, das ist Selbstlosigkeit, das ist keine Selbstlosigkeit, jedenfalls ist das der Inhalt. Ich glaube aber, dass fast alle Menschen es eben als sinnvolle oder schöne Form von Selbstlosigkeit verstehen würden, wenn man nicht seine Eigen- oder Selbstinteressen auf Kosten der übrigen Welt verfolgt, sondern sagt, ich vereinige mein Interesse mit dem Gesamtwohl der Welt. Und da könnte ich eben jetzt tatsächlich auch zu sagen, also wir haben ja sogar noch eine Verschärfung dieser Logik, aus der heraus ich spreche. Wie gesagt, völlig offen lassen, ob sowas wie die Gene oder sowas wie irgendein Geistflash aus dem All vom lieben Gott vielleicht oder das Licht, von dem der Henning spricht oder das Geld, wovon der Luki spricht, ob das unterstützend wirken kann, möglich. Aber ich mache mich nicht davon abhängig. Ich habe erkannt, es ist wertvoll, dieses Wesen zu entfalten. Aus diesem Wesen heraus kann ich mich auch orientieren. Also weder Licht noch Geld noch Genflash würden das vernünftige Denken ersetzen können, wie ich mich dann in meinem Leben und in der Welt orientieren muss. Welche Verantwortungslösung es gibt. Menschheitskonsensdemokratie oder so. Das entsteht nicht durch Scheinwerfer, das entsteht nicht durch Gene, das entsteht nicht durch Geld in der Tasche. Das entsteht lediglich dadurch, dass ich dann so ob fürs Ganze sinnvoll und verantwortlich denke. Also alles andere kann vielleicht Hilfestellung sein. Es ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche kann man erkennen, dafür kann man leben. Und das ist eigentlich, weil die meisten Menschen eben das Vernünftigsein, ohne durch Geld und was bestochen zu werden, auch als Nicht-Manipulation einstufen, ist es etwas, was zumindest als Inhalt verstanden werden kann. Wechsel bedeutet also, ja, Öffi, aber meine These ist, du bist da eine Ausnahme. Die Masse der Menschen zeigt, dass sie genau so nicht funktioniert, sondern dass sie das nicht annimmt von dir. Sogar ich schaffe das nicht. Was du sagst, bei dir gelungen ist, schaffe ich nicht. Es piepst bei mir, letzter Satz, ich mache nur noch rund. Ich schaffe es nicht. Und die Masse der Menschen kann nur durch einen neuen Belohnungsrahmen, GWÖ-GWO-Kombi, dazu gebracht werden, das Gute zuverlässig zu tun, weil die Masse der Menschen anders ist als du. Jetzt hast du noch 22 Sekunden.
Ja, also ich glaube, die Menschen verstehen aber, dass diese geistige Struktur das Beste wäre, also und auch, dass man Führer in der Welt so einsetzen sollte, dass sie eben nicht nur ihre eigenen Interessen verfolgen, auch wenn es jeder Einzelne vielleicht auch so macht. Jeder weiß, dass es gut wäre, eine Steuerung reinzubekommen, die unkorrumpiert nach Sinn und Wohl im Ganzen geht. Das scheint in unserem Geist so enthalten zu sein, dass wir den Sinn und Wert durchaus zumindest verstehen können. So, danke fürs Wort. Oder gibt es noch technische Probleme? Ja gut, dann möchte ich gerne noch was zu dem Öffi sagen. Oder ich habe eigentlich eine Frage an den Öffi. Und zwar, ist der Geist etwas Physisches oder ist der Geist ein Nichts für dich? Weil der Geist muss ja auch irgendwo herkommen. Und der Geist ist in meinen Augen oder aus meiner Erkenntnis heraus und auch durch meine epigenetische Umprogrammierung, die ich in der Wüste hatte, das heißt also, wo ich durch Erkenntnis und Licht zu etwas geworden bin oder zu etwas anderem geworden bin, als ich vorher war. Und diese Wandlung, die ist jetzt auch durch epigenetische Traumamarker bewiesen worden. Das heißt, es geht bei der epigenetischen Veränderung nur um minimale Prozesse, nicht um das Wesen des Menschen, sondern wie soll ich das jetzt sagen, um Optimierung. Es geht um die Optimierung des Menschen. Aber die Optimierung kann niemals ein digitales System sein, sondern es wird immer der Mensch bleiben. Das der Organismus. Und die Organismen setzen sich zusammen. Und das hatte ich auch schon mal gesagt. Das ist aus Lichtinformationen. Und 10 Milliarden Lichtinformationen bilden ein Atom oder die Größe eines Atomorganismus. Und 10 Milliarden Atome bilden letztendlich eine lebende Zelle. Und dieses Bewusstsein, was ich jetzt allerdings mal als Licht bezeichne, ist, oder dass wir Teil des Lichtes sind, ist letztendlich, dass also auch die Erde ein Organismus aus Licht, komprimiertem Licht ist, also aus Informationen. Und diese Informationen, die wir auch haben, äußern sich auch in dem Umgang mit minderen Werten, die wir in Geld bemessen. Das heißt, wenn wir unser Lebenswert, der unendlich ist und energetisch auch untrennbar ist, den in Geld bemessen und dann separieren. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Wald aufkaufen und die Bäume transportieren von Deutschland nach China oder sonst wohin, dann passiert ökologisch auch etwas mit dem Wald, wo der jetzt abgeholzt worden ist und auch mit dem Holz. Das sind energetische Änderungsprozesse, die dort stattfinden. Und die energetischen Änderungsprozesse mit Geld oder in Denken von mit Geld, dass man mit Geld irgendetwas kaufen kann oder verkaufen kann, ist letztendlich ein Minimierungsprozess am Leben, im Gesamtbild als Leben. Und ob wir damit nur Freude minimieren oder den Menschen in Angst bringen, indem wir mit Geld handeln, das ist unerheblich. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass ich eben nicht genmanipuliert oder beziehungsweise nicht von Geburt aus genmanipuliert bin wie der Öffi, sondern eben erst später manipuliert wurde. Und das war aber nicht nur durch das Licht, sondern auch durch meine Selbsterkenntnis, die ich mit dem Erlebnis in der Nazca-Wüste halt hatte. Und das Erlebnis, was ich dort hatte, das die Erkenntnis, wo mir auch ein Bild gezeigt worden ist, was ich 10 Jahre lang studiert habe, ob es überhaupt stimmt, übereinstimmt, dass dem noch so ist, wie ich erzähle. Und es kommt also alles zusammen und es passt alles zusammen. Und dieses Zusammenkommen, dieses Einigwerden ist auch in dieser Zeit, die jetzt ist, dass wir uns über das, was wir uns oder
die Basis allen Zusammenlebens ist halt die Kommunikation. Und es gibt eine Lichtkommunikation, die energetisch funktioniert, und es gibt die Sprachkommunikation. Aber die Sprachkommunikation, also die Form und die Schrift unserer Sprache, ist letztendlich auch ein System, das unser Leben manipuliert und auch ein Gewaltsystem ist, weil Sprache enthält unheimlich viel Gewalt. Gewisse Worte sind einfach aggressiv, wenn man das mal so sagen darf. Oder es sind auch nicht nur die Worte, es ist auch die Negation in der Sprache. Das heißt, das energetische Licht kommuniziert immer mit dem, was dann letztendlich als sonare Kraft ausgestrahlt wird. Und darauf erfolgt eine Reflexion. Und diese Reflexion kann ich mit in der Sprache als Negation nicht wegmachen. Es ist nur ein vorteilbringender Irrtum, wenn ich sage, nein, die Lichtkommunikation kennt dieses Wort Nein nicht. Du bekommst auch, wenn du Nein sagst, das, was du gesagt hast. Und damit gebe ich weiter. Gut, dann bin ich ja wieder dran. Ja, ich finde mich bei Henning immer mit vielen Sachen wieder, nur dass ich das nicht so ausdrücken würde wie er. Mir fällt dazu immer ein, gerade was du gesagt hast, in der ganzen Zeit einfach der Satz von Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und natürlich macht das Auswirkungen. Wenn ich vier Wochen in der Wüste bin, vielleicht mit dem Überleben kämpfe und nur ein bestimmte Reize empfinde, dass irgendwas mit mir macht. Das macht genauso wie Leute, die im Knast sitzen als Beispiel oder die in der Kommune leben jahrelang oder die geschlagen werden oder die unter Drogen 60 Jahre sind, mit denen macht das was. Und das beendet eben, deswegen finde ich, stimmt das so, was Marx auch gesagt hat, mit seinem beeinflusstes Bewusstsein überlebst dann oft auch Leute hinterher, dass sie ganz anders reden, plötzlich sich anders verhalten. Ja, gerade auch so mit so einer Todeserfahrung, dem Tod von der Schippe gesprungen bist, als Beispiel, weil du auch so ein bisschen auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dann hast du ein anderes Verhältnis plötzlich zum Leben, zur Zeit, zu den Mitmenschen, und so wird es mit vielen Sachen. Zum Beispiel in der Drogenarbeit habe ich oft gemerkt, dass Leute, wenn die im Knast waren, dass sie geschlossener, verschlossener, härter rauskommen, als sie reingegangen sind. Ist natürlich, wenn du in einem totalen System bist, wo du dir alles genommen wird, ist es doch relativ logisch, dass du dann entsprechend härter und verschlossen rauskommst. Und von daher ist es für mich, ist es nicht nur eine Sache von Gen oder, wie gesagt, biologisch kennt mich das so aus, kann nicht so mitreden, mit denen, die Forschung sind und so weiter. Aber die Frage, die eben Henning da an Öffi dann auch gestellt hat, ist für mich einfach, ja, das ist, auch Öffi hat dann bestimmte Erfahrungen gemacht, bis zu seinem 13. Lebensjahr, eben auf deren er dann gekommen ist, nehme ich an, dass er sich so und so jetzt verhalten kann und will. Und dazu wollte ich noch was sagen, auch weil es schon ein bisschen jetzt klingt, Öffi ist der 100%ige und wir schaffen es nicht so selbstlos zu sein wie Öffi, ja, und so eine Hierarchie aufgebaut wird. Ich denke, das Wesentliche von allen Menschen oder die gemeinschaftlich gemeinsame Sache ist, glaube ich, unabhängig von den Genen, dass du ein Stück weit ein Wohlfühlen haben willst. Du willst ein Wohlfühlen haben und suchst danach ein System, wie das am besten gelingen kann. Und natürlich sind es verschiedene Systeme. Bei dem Esel ist es, wenn ich jetzt viel Geld habe und so viele Statussymbole, dann fühle ich mich am besten. Auch ein Mörder hat in dem Moment durch seine Tat oder irgendwas, hat er auch eine Form von besser fühlen als vorher. Hat dann also ein Motiv, warum er das gemacht hat, weil ein Stück weit Angst oder Leidensdruck oder irgendwas auf die Art und Weise eben regeln wollte, dass das für ihn eine Form von Lösung ist. Oder Selbstmord und so weiter. Das sind alle so Sachen, auch das Gutsein. Ja, sozusagen, wenn ich dem anderen was schenke und so weiter, ist ein Stück weit auch, dass ich von profitiere. Wenn ich mich ein Stück weit damit besser fühle, als wenn ich nicht schenke. Und von daher ist es für mich eigentlich so, dass das jeder Mensch versucht, so eine Art Regulativ zu finden oder Wertemodell oder irgendwas, womit er sich am besten fühlt.
Und natürlich kannst du vom moralischen Standpunkt, deswegen finde ich ja, ist auch die Moral eine relativ wichtige Sache, kannst natürlich sagen, mit dem Mord verurteilst du oder mit diesen haben, haben, haben und macht nur die Welt kaputt, der Konsum, das kannst du natürlich entsprechend auch beurteilen, ist schon richtig. Aber dazu gehört, glaube ich, wenn wir das eben verändern wollen, dass Leute ein Stück weit ein anderes Bewusstsein kriegen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die eine andere Form von Wohlfühlen, eine andere Form von Wohlfühlen kriegen, weil irgendwie besser ist oder mehr Wohlfühlpunkte bringt, als das, was sie bisher hatten. Ja, und dann muss eben halt eben das ein Stück weit ja, logischer oder nachvollziehbarer sein, dass ich meinetwegen mit Schenken glücklicher werde, als wenn ich nur kaufe, hab, hab, hab und oder raffe, 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 dass mit geben, 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 ich da vielleicht glücklicher werde. Und das muss aber natürlich eine Erfahrung sind oder erfahrbar sein, dass wir dann halt Leute sozusagen mit sowas kriegen können oder mit sowas, dass wir so einen Switch machen. Und da ist wieder der Schwenk zur Gemeinwohlökonomie, wo ich mich ein bisschen unterscheide eben von Dillen, dass diese Anreizmodelle, glaube ich, müssen nicht in so einer Bewertung sein, sondern müssen so sein in so einer Tätigkeit einer Menschen, die sie selbst frei bestimmt wählen können, dass das nun der Anreiz immer wäre. So, das ist ein bisschen abgebrochen, aber meine Zeit ist zu Ende. Dann gebe ich jetzt weiter wieder an Effi und Dillen. Ja, und ja, dann lege ich wieder los und Öffi, wie gesagt, jederzeit wechselrufen. Öffi, bist du bereit? Ich Ja. rufe Öffi hier ein. Moment, mehr kann ich jetzt nicht tun, weil ich muss ja das Mikrofon ständig im Blick haben. So, ich lege los. Ja, erst einmal. Wir sehen ja daran, dass aus unserer naturwissenschaftlichen Sichtweise, also Weltrat-Sichtweise, der pazifistische Savannenbonobo manipuliert werden konnte, zu einem Kriegsbonobo zu werden. Das sehen wir gerade wieder am Beispiel Ukraine. Also Manipulation funktioniert tatsächlich. Ja, die Waffenkonzerne haben uns so angefüllt mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, dass wir im Denkraum egoistisch, also kriegerisch denken. Ja, das geht, aber wir wollen doch eine Gesellschaft. Ich jedenfalls will eine Gesellschaft ohne Manipulation aufbauen. Und ich trenne ja den Öffi von der tollen Sache der freien Argumentekultur und der zweiten Sache seiner Schenkerbewegung. Und ich kritisiere ja eigentlich nur das Konzept der Schenkerbewegung, des selbstlosen Schenkens, des familiären, geschwisterlichen Schenkens. Ja, da müsste man zum Beispiel die Frage stellen, Öffi hat zwei eigene Kinder. Wo ist das Schenken gewesen? Wo ist der Verzicht auf eigene Kinder und die Rettung von zwei Dritte Weltkindern vor dem Tode stattdessen, ja, eben vielleicht, weil auch Öff nicht selbstlos handelt, sondern seine eigenen Gene in zwei Kindern, also 2 mal 0,5 bedeutet 1,0 seines eigenen Genbestandes in die Zukunft weitergibt, wie es jeder andere gesunde Egoist auch tut. Und dann zweiter Gedanke noch, Öffi meint deswegen, weil er ja meint, dass die Menschen sich ändern könnten, meint er, das Schutzkorsett der GWÖ-GWO-Kombi, also Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, nicht unbedingt zu brauchen als Hilfskorsett. Aber die Masse beweist aus meiner Sicht täglich und jede Sekunde, dass sie genau das Schutzkorsett als braucht, weil sie so egoistisch ist, dass sie in einem verrückten, krankhaften, kapitalistischen System einfach immer eher das Böse tut, als das Gute zu tun, weil es Böse einfach mehr Profit bringt. Ja, die Waffenkonzerne glauben ihre vorteilbringenden Irrtümer und schicken jetzt die Ukraine und Russland in den Krieg, damit es Geld gibt. Wechsel. Ja, danke schön, danke schön. Beim letzten Dillen, sogar wenn es nicht alle könnten, ohne das Korsett, sage ich jetzt mal, GWO, GWÖ, in diesen Zustand der Sinnverantwortung fürs Ganze überzuspringen, so wäre das doch kein Grund für die, die es können, es nicht zu tun.
und damit auch die bestmögliche Vorbildwirkung oder Sogwirkung für die anderen zu erzielen. Und konkret die Sache mit den eigenen Kindern. Also ich hatte meine erste Freundin, mit der hatten wir Brahmacharya uns auferlegt, also die sexuelle Enthaltsamkeit auch im Sinne von Gandhi. Unter anderem, weil wir keine Kinder zeugen wollten. Also und beim Leben auf der Straße als freiwillig Obdachloser ist das wirklich ein Ding, das verantworten zu können. Aber später habe ich festgestellt, dass es so ist, dass ich ein Kind, also auch gerade wenn man sesshafte Orte hat, egal ob es die Häuser waren oder auch die Jurte in Sachsen im Naturschutzgebiet, es erzeugt es nicht irgendeinen überschüssigen Wert, den man anderen geben könnte oder wo es sinnvoll wäre zu überlegen, ob man den anderen geben kann, wenn man da so ein Mäulchen dann mitversorgt. Also wenn die Brennnesseln für den Salat für mich reichen und sie reichen auch für ein paar andere und sie werden sowieso auch nicht geerntet, dann ist es nicht so, dass ich einem Kind in der dritten Welt irgendwas vorenthalte oder wegnehme, wenn dann ein eigenes Kind damit auch versorgt würde. Also insofern hatte es einfach diesen Gegensatz nicht. Und es zeigte sich mir, dass auch als Modell wieder, wie kann man anders mit Familie und auch Kindern umgehen, dass das möglich ist, ohne eben irgendeinem anderen Schaden oder Vorenthaltung zuzufügen. Und also mich reizt aber nochmal eben zu dem Punkt mit den Genen oder dem Licht oder dem Geld, das Spitzenargument nochmal pointierter darzustellen. Ich habe es früher als Bild immer so gesagt. Stellt euch vor, da ist ein Mensch und der erkennt in sich die Fähigkeit, gut zu leben und dadurch ins Paradies zu kommen oder zu Gott in den Himmel oder wie ihr das nennen wollt. Und dann ist er ganz fasziniert und er fragt sich, ja, wie kann das denn sein, dass ich diese Fähigkeit zum Guten in mir habe? Ich muss erstmal die Ursachen erforschen und die Rahmenbedingungen und so. Und auf die Weise hat er vergessen, diese Fähigkeit zum Gutsein einfach zu leben und kommt nicht ins Paradies und in den Himmel. Diese ganzen Akademien. Ja, bitteschön. Ja, meine These ist, könnte es nicht sein, dass der Wunsch der Schenkerbewegung und die Suche nach vielen Menschen notwendig ins Leere gehen muss, weil diese völlige Selbstlosigkeit, das familiäre, geschwisterliche Teilen und Schenken eben nicht völlig selbstlos möglich ist. Auch bei den Bonobos ist ja das Schenken und Teilen ein egoistischer Akt, ja, sozusagen. Und könnte es sein, dass deswegen die Schenkerbewegung scheitern muss und auf der anderen Seite die GWÖ-GWO-Kombi daran scheitern muss, dass sie sozusagen die Menschen auch geistig überfordert und die Leute dann einfach so im Moment so manipuliert vom Kapitalismus sind, dass sie auch denken, ja, eigentlich geht's mir doch so schlecht nicht im Kapitalismus, also lasse ich einfach alles genau so weiterlaufen, wie es läuft. Wechsel! Ja, also natürlich kann all das sein. Also ich sage nicht, dass der Kapitalismus vielleicht nicht die allermeisten Menschen so süchtig macht, dass man da vielleicht auch gar nichts gegen machen kann. Ich sage nur, es ist kein Grund, da wo man sieht, was der Inhalt dessen wäre, dagegen was zu machen und soweit wie die Möglichkeit sich auftut, das auch zu tun, es dann nicht zu tun. Und insofern, ich sehe einfach, es gibt die Möglichkeit, ich sage es jetzt mal auch vielleicht ein bisschen religiös, ich kann ein Heiliger werden, ich kann das göttliche Bewusstsein zu meiner Bewusstseinsebene machen. Es gibt kein Argument, es nicht zu tun. Im Gegenteil, das eine ist diese Frage dann an sich, warum soll ich für niedrigeres leben, wenn ich auch für höheres oder das höchste leben kann? Da gibt es keinen sinnvollen Grund für. Mein eigenes Glück spricht dagegen, meine eigene Erfüllung. Aber wir leben auch in einer Welt, wo eben die Verantwortungslosigkeit, dass die Menschen für Splitterinteressen Schaden anrichten und vielleicht alles kaputt machen. Also die Weltentwicklung ist im roten Bereich. Auch wenn man dieses liebevolle Teilen und Schenken, so wie es dem Wohl des Ganzen entspricht, nicht macht, einfach um das Höchste zu erreichen. Es wäre auch ein ganz, ganz dringender Grund, es zu machen, damit es in einen grünen Bereich kommt mit der Weltentwicklung. Und insofern, das ist schön. Ja, aber schon ich schaffe das nicht, nämlich diese Selbstlosigkeit zu erreichen. Ich schaffe das schon nicht, mich dabei glücklich zu fühlen. Also nochmal die These, dass du vielleicht eine seltene Ausnahme, vielleicht sogar eine Mutante bist, was theoretisch nicht absolut unmöglich ist. Aber sozusagen,
darauf, also meine These ist ja, dass es reine Zeitvergeudung ist, an die anderen, die vielleicht eher so wie ich sind, zu appellieren mit etwas, was die anderen gar nicht können. Und da ist meine Gedanke Zeitvergeudung. Wechsel. Ja, da, was die Hoffnung für die anderen angeht und dass das überhaupt erstmal ja einfach eine Verantwortungsstruktur wäre, so zu handeln, die ist bestechend. Die wäre fürs Ganze eben halt am besten, wenn wir fürs Wohl des Ganzen auch handeln würden. Also das spricht ja schon für sich. Aber es gibt da eben diese Stelle, ich kann da mal ein bisschen zitieren, mal gucken, wie es zeitlich passt. Das ist im Buch von meiner Frau, Bildung für ganzheitliche Nachhaltigkeit, auf Seite 369. Also das kann man kostenlos downloaden auf der Website lilitopia.de bei Veröffentlichung. Und da geht es um ein Zitat aus dem Buch von Peter Singer, dem Philosophen, das Buch Ethik in einer egoistischen Zeit. Und da beschreibt er diese Spieltheorien, wo alle das ja kennen. Als beste Theorie wäre, ich gebe dem Anfang erstmal eine wohlwollende Reaktion, gebe ihm sozusagen eine Chance und im Weiteren verhalte ich mich so, wie er sich mir gegenüber verhält. Verhält er sich gut, bleibe ich auch beim Guten. Verhält er sich schlecht, kriegt er das Schlechte. Also für so eine Vergeltungslogik. Und dann sagt Singer, oder er erkennt auch, das stößt an Grenzen, ne? Wenn man zum Beispiel der erste Schlag des anderen zum Beispiel so wäre, dass man gar nicht mehr zurückschlagen kann, ne? dann klappt das nicht. Oder wenn es Atomwaffen sind, die da gezündet werden können, haut das auch nicht so hin mit dieser Art von Vergeltungslogik. Und jetzt kommt das Zitat. Und er gesteht auch zu, dass es bei Liebenden eine Identifikationslogik gibt, die eine andere Ebene bildet. Jetzt wörtlich er. Es ist richtig, dass zwischen Liebenden... Wechsel! Okay. Also deine Zeit ist zu Ende, ich habe noch ein paar Sekunden. Okay. Du musst nachher in der nächsten Runde dann darauf eingehen, dass sozusagen, ja, wie kommst du zu der These, dass die anderen Menschen so wie du sein und nicht so wie ich, der ich zwar das Post-Conventional Level erreicht habe, aber das, was darüber hinausgeht, nämlich dieses selbstlose familiäre Schenken und so weiter, nicht hinkriege und nicht so empfinde? Und wie erklärst du, dass ich darunter leide aus meinem Aussteigen und meinem Verzicht auf mein egoistisches Praxis weiterbetreiben auf Kosten der Mitmenschen sozusagen? Hätte ich ja auch einfach weitermachen können. Ja, es piepst, nur noch kurz den Satz zu Ende. Also hätte ich ja machen können, habe ich aber, und ich leide darunter, dass ich das eher, dass ich es nicht gemacht habe. Ich leide unter meinem Aussteigen. Das musst du nachher erklären in der nächsten Runde. Und jetzt sind ja wieder die üblichen dran und ich schalte mein Mikro ab. Und zwar ist ja, glaube ich, der Lucky als erster dran, ne? Ja. Ja, hochinteressant, eure Diskussion. Ich muss das vielleicht auch nochmal zuspitzen. Ja, ich spitze das richtig mal als krass und als Provokation zu, weil es, glaube ich, bei erst untergegangen ist. Ich würde sagen, Öffi ist genauso egoistisch wie du. Da ist ja kein Unterschied. So spitze ich das mal zu. Weil auch wenn ich heiler sein will, habe ich einen egoistischen Profit von. Ich fühle mich dann besser. Ich fühle mich besser, weil ich der Heilige bin. Und die anderen sind die Gauner oder sonst was, oder ist ja auch real, wie du das nennst. Aber ich habe einen persönlichen Profit von. Und deswegen ist ja auch bei Sozialarbeiter zum Beispiel, ist ja auch, würde ich mal oft behaupten, ist das mit Motiv auch, dass sie eine persönliche Gratifikation haben, dass die sich eben wohler fühlen, dass es das eine Form von Selbstbestätigung ist, von Lebensinhalt, die ihn genauso erfüllt wie andere, eben der Porsche oder weiß ich was, oder die Cartier-Uhr oder das Shopping-Erlebnis. Und ja, und deswegen finde ich sozusagen so dieses, ja, diese Hierarchie, wer ist jetzt besser oder weniger, ist für mich, wie gesagt, ist nicht nachvollziehbar, weil, wie gesagt, es geht darum, immer um das Ego. Und scheinbar ja auch in der Natur. Also wenn du zurückkommen darf auf die weißen Blutkörperschäden, ist eben der Vorteil der weißen Blutkörperschäden, dass die sich eben selbst vernichten, eben weil sie dadurch ihre Art erhalten können. Sie machen das aber auch aus einem eben speziellen Antrieb, der für sie in erster Linie auch wichtig ist. Ja.
was wir teilweise auch kennen bei den Terroristen, die machen das auch für sich, weil sie einfach als Held dann glücklicher sind. Als Held glücklicher sind, zu sterben, als wenn sie so weiter dahin vegetieren, als wenn sie eben das wissen, sie verewigen sich, indem sie jetzt alle von ihnen dann reden, dass sie eben da im Himmelreich sind oder mit den sieben, weiß ich nicht, wie viele Jungfrauen da haben und die Nachwelt von ihnen spricht, also die Helden, die sich da eben aufgeopfert haben. Und deswegen ist das, für mich ist das immer, das Handeln der Menschen ist immer von rein egoistischen Motiven. Die natürlich nach außen haben die natürlich unterschiedliche Auswirkungen auf die Umwelt, das ist schon klar. Das von einem Selbstmörder oder von einem Mörder oder jetzt für die Helden, die jetzt hier in der Ukraine sterben oder russische Helden, hat das natürlich auch für die Umwelt und die Familien andere Auswirkungen als jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich würde immer sagen, das ursprünglich ist immer das persönliche, das egoistische Handeln, auch wenn es andere Auswirkungen nach außen hat. Ja, und das, wie gesagt, ein Mord natürlich was anderes, als wenn ich einem Obdachlosen jetzt helfe oder Unterkunft gebe oder jemand aus der Drogensucht helfe, ist natürlich für den besser, als wenn ich jetzt nur egoistisch was anderes machen würde, nur damit Geld her wäre. Und von daher ist sozusagen, als Sozialarbeiter ist sozusagen für die Umwelt natürlich besser, wenn ich meine persönlichen, jetzt habe ich es, wenn ich meine persönlichen Motive als Sozialarbeiter sozusagen befriedige, ist es natürlich besser für die Umwelt und für Leute, die in Not sind, ist es natürlich besser, als wenn ich sage, interessiert mich überhaupt nicht euer Elend, mich interessiert der Ferrari und 10.000 auf dem Konto. So, jetzt habe ich das auf den Punkt gebracht. Das ursprünglich ist mein persönliches Motiv, hat aber natürlich andere Auswirkungen oder unterschiedliche Auswirkungen auf die Umwelt. Jetzt habe ich auf den Punkt gebracht. Gut. Ja, natürlich ist die Frage, wie können wir kommen zu einer zu Verhaltensweisen oder so, gerade auch in Bezug auf hier Umwelt und Naturkatastrophe und natürlich auch Beendigung von Kriegen, wie wir irgendwie Anreize schaffen können, genau, Anreize schaffen können, wo die Leute sich, wie Gershon schon sagte, auch wohlfühlen und sich noch sehr glücklicher fühlen mit einem anderen Modell, mit einem anderen Anreizmodell. Das ist so die Frage. Wie können wir das erreichen? Ja. Aber ich glaube, das muss immer sein, dass sie eben ein besseres Feeling kriegen. Ein besseres Feeling kriegen, als sie vorher hatten, mit ihrem bisherigen Belohnungs- oder Anreizsystem. Ja, hat gepiept, dann nehme ich weiter an. Na, dünn und öffne wieder, wa? Ich wäre jetzt dran. Du bist jetzt dran. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, Henning. Ja, danke den Vorrednern und ich möchte noch mal eins Wesentliches aufgreifen, was also meine Erkenntnis in der Nazca-Wüste war. Das war nicht, dass ich da 4 Wochen mich aufgehalten habe, sondern etwas gesehen habe, was mich davon überzeugt hat, dass es eigentlich Frequenz ist oder Licht ist, was eigentlich alles Leben entstehen lässt. Das heißt also, die sonare Kraft von Licht einer Sonne, sprich also unseres Galaxiezentrums der Sonne, ist letztendlich die Kraft gewesen, die alles Leben hat entstehen lassen. Und Licht agiert also Informationen, also bestimmte Frequenzen des Lichts sind die, die Leben bilden, weil Licht in einem bestimmten Winkel sich zu komprimiert in Rotation. Und diese Prozesse in Rotation, in Einigkeit zu gehen, passiert immer in bedingungsloser Harmonie mit den Lichtfrequenzen untereinander. Und die Lichtfrequenzen, die nicht miteinander harmonieren, die berühren sich auch nicht. Und die existieren also auch gleichzeitig daneben. Also das ultraviolette Licht, was also Leben zersetzt, oder Lebensorganismen zersetzt, die in Einigkeit sind oder in Kompression sind. Es gibt ja nur die Einigkeit in Kompression, also dass etwas zusammengedrückt wird an Lichtinformationen.
Oder es gibt eben den gegenteiligen Effekt, dass etwas zersetzt wird. Das sind eben durch die Kräfte der Dissonanz oder auch eben durch energetische Kräfte, durch geistige Kräfte, die keine Substanz haben. Also die nicht energetisch sind, weil es einfach nur der Gedanke ist zwar energetisch und der Geist ist auch energetisch, aber wenn ich in diesen Geist ein Nichts hineinlege, etwas Dunkles, also wo Energiemangel ist, dann habe ich Zersetzungsprozesse, die Leben minimieren oder Leben korrumpieren oder Leben total zersetzen bis zum Tod. Das heißt aber, dass wenn der Leib stirbt, die Seele oder unser Bewusstsein, das lebt weiter, weil unser Bewusstsein ist ein wesentlicher Bestandteil, der unseren Leib kreiert und mitkreiert. Und die Seele ist ein Lichtorgan, das 600 Gramm wiegt, das ist evidenzbasiert nachgewiesen und gewogen worden an Menschen, die geschlafen haben, deren Gewicht verloren gegangen ist und in dem Moment, wo sie wach werden, das Gewicht zurückgekommen ist. Und dieses Erkennen oder Bewusstwerden, dass wir eigentlich ein ewiges Lebewesen sind und die Seele auch ein Reproduktionsprozess eines physischen Geistes ist, der existieren muss, der größer ist als die Erde, dann verstehen wir auch das Zusammenleben in friedvoller, harmonischer Harmonie. Und genauso wie die Prozesse im Kleinen von Lichtkompression oder Lichtrotation in Kompression oder in Einigung ist. Es ist immer bedingungslos und es ist immer in Harmonie, im Gleichgewicht aller Kräfte. Und dieses grundsätzliche Schöpferprinzip wurde durch Sprache, durch Regeln immer wieder überlagert und letztendlich auch in Formen von Krieg oder auch von passivem Krieg, was wir Frieden nennen, zerstört. Das heißt, wenn wir in ein Paradies wollen, dürfen wir diese Prozesse erkennen, um den Feind, wo es heißt, es gibt irgendwo einen Feind. Nein, der Feind ist nur in unserem Denken. Wenn wir diesen Feind herausnehmen, weil es den eigentlich vom Energetischen her gar nicht gibt, und so wie es jetzt auch in der stillen Diplomatie erfolgreich nachgewiesen worden ist durch epigenetische Marker, dass Traumata nur durch Aggression und durch Gewalt passiert. Das ist eigentlich den Krieg, den wir leben, aber der ist jetzt im Wandel, dass wir in das Friedvolle kommen. Wir sind im Grunde genommen auf dem direkten Weg ins Paradies, wenn wir die Gewaltstrukturen erkennen. Und die Gewaltstrukturen sind A, unsere Sprache, B, unser Geldsystem und C, unsere ganzen Regeln, die wir uns erschaffen haben, die wir Gesetze nennen, die aber keine Gesetze sind, sondern einfach nur erfundene Regeln, um ein Zusammenleben zu ermöglichen mit Gewalt. Diese Gewalt haben wir jetzt überwunden. Wir dürfen wieder autark sein. Wir dürfen selbstgestärkt sein. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt selbstlos aufgegeben habe, auch wenn ich schon seit 8 Jahren ohne Geld lebe. Ich kann von dem leben, was ich mir selber erschaffe. Und wenn ich ein Wächter am Leben bin, dann achte ich auch den Samen, den ich esse, beziehungsweise die Frucht, die ich esse und deren Samen ich dann wieder in die Erde bringe. Das heißt, ich muss Regenerationsprozesse von dem machen, was ich meine Energie umwandle, um auch die Energie wieder ernten zu können. Und dazu brauche ich kein Geld, sondern lediglich die energetischen Wandlungsprozesse zu achten. Und ja, damit gebe ich weiter. Ja, dann fange ich wieder an. Öffi, bist du bereit? Ja. Ja, super. Ja, also, ich lege los. Ja, Luki hat ja gerade gesagt, ja, vielleicht sind wir beide egoistisch. Ja, ich fände das toll, wenn wir das alle so sehen würden. Ich stehe nämlich zu meinem genetischen, gesunden Egoismus. Ich war ja auch egoistisch, als ich Post-conventional level einerseits, aber auf der anderen Seite auch egoistisch war. Ich wollte natürlich auch zu den Helden gehören, die den Kapitalismus besiegen und beenden. Ja, und deswegen auch habe ich mein Leben geopfert für den Kampf gegen Windmühlen, weil es vielleicht unmöglich ist, den Kapitalismus überhaupt beenden zu können. Ja? Und ich selbst, ich habe aus Mitgefühl zum Beispiel
das getan, was ich ja auch für alle empfehle, nämlich ich spreche ja immer davon, dass das Naturrecht besteht für Frauen, mein Bauch, mein Neugeborenes, meine Kinder, meine jungen Erwachsenen gehören ganz allein mir. Und genau genommen habe ich bisher mich entschieden und habe meine Kinder abgetrieben. Das heißt, ich habe ganz bewusst verhindert, selbst Vater zu werden. Und habe quasi damit meine möglichen Kinder abgetrieben, getötet, aus Mitleid für meine Kinder. Denn ich habe gesagt, wenn ich schon leide darunter, dass ich gegen den Kapitalismus und seine Windmühlen sinnlos anrenne, dann würden vielleicht auch meine Kinder die Tendenz erben, dann auch auszusteigen und anzurennen gegen diesen Kapitalismus und sich zu quälen dabei. Und diese Qual will ich meinen Kindern nicht zumuten. Lieber lasse ich die kapitalistische Welt sich gegenseitig in ihrem Leiden gegenseitig kaputt machen. Das geht mich dann und meine Kinder aber dann nichts mehr an. Wechsel. Ja, danke schön. Also ich sollte ja auch die Frage beantworten noch von dir, warum es dir dann da so eher schlecht mitgeht. Aber ich gehe mal die Reihenfolge durch. Also erstens hatte ich gesagt, dass alle Menschen eigentlich ein Stück weit zumindest verstehen können, dass diese Verantwortungsstruktur, also wenn da einer ist, der will für Sinn und Wohl aller leben, dass das eine gute Voraussetzung ist, dass auch eine Entwicklung hinkommt oder eine Steuerung halt fürs Wohl aller. Und dementsprechend, also irgend so ein Herrscher hat mal gesagt, es muss nicht jeder gut sein, aber es wäre toll, wenn die Bevölkerung schon mal so schlau ist, die gut für alle sind, an die Steuer zu setzen, also an die Regierung zu setzen. Und das ist auch so. Ich glaube, dass das, was Lucky gesagt hat, schlicht und ergreifend Begriffsverunstaltung ist. Denn der Mensch auf der Straße, wenn man zu dem hingehen würde und würde sagen, oh, guck mal, da hinten ist einer, der teilt gerecht mit allen, das ist ein Egoist. Dann wird der Mensch auf der Straße sagen, hör mal, du hast die Worte nicht verstanden. Ein Egoist ist einer, der sein Interesse auf Kosten der anderen sucht und nicht der ihnen was Gutes tut oder sogar selbst zurücksteckt, um den anderen was Gutes zu tun. Das ist genau das Gegenteil von Egoismus. Das heißt, es geht gar nicht darum, ob jemand sich Wechsel, da Wechsel, weiter. Wechsel. Genau das ist das Missverständnis des Egoisten. Der Egoist ist derjenige, der anderen Menschen Gutes tut, in der GWO-Kombi, als Korsett, der anderen Gutes tut, als Bonobo im Bonobo Schenker in der Savannen Bonobo Schenker kommunistischen Gruppenehe anderen Gutes tut, aber aus egoistischen Gründen ihnen Gutes tut, weil er auch davon am meisten hat. Aber im Kapitalismus ist der Egoist derjenige, der mehr gewinnt, wenn er anderen schadet. Und du vermengst, du sagst, Egoismus sei immer schlecht. Nein, in GWÖ, GWO Kombi und Bonobo Schenker kommunistischer Gruppenehe ist der Egoismus positiv und ist gut für andere. Und da ist der Grundfehler vielleicht, dass du sagst, Egoismus sei immer kapitalistischer Egoismus und immer deswegen schlecht für die anderen. Aber es gibt eben auch den Egoismus, der gut für die anderen ist. Wechsel. Nee, ich glaube, ich gehe da eher nach dem allgemeinen Sprachgebrauch erstmal, meiner ersten Basis auch, um für die Menschen auch verständlich zu sein. Und dann ist es so, Egoismus, schon das Ismus ist die Übersteigerung halt vom Ego, vom an sich denken. So versteht es nach meinem Wissen der normale Mensch auch, was egoistisch ist. Und nicht, dass jemand, wenn er hingeht und mit anderen teilt, sich dabei auch wohlfühlt, dann würden sie sagen, er fühlt sich wohl dabei, nicht egoistisch zu sein. Und das ist auch eine sinnvolle Verwendung der Begriffe. Und ansonsten verwischt es nämlich, dass wenn da Leute etwas tun, ne, sich wohlfühlen, dabei anderen zu schaden, dass das das ist, was wir eben vermeiden und bekämpfen müssen. Und dass das ist, dass sich wohlfühlen, anderen Gutes zu tun, dass das genau das ist, was wir fördern müssen. Wenn wir wollen, dass die Menschen aus Motiven handeln, die für andere auch gut sind. Deshalb ist das zu unterscheiden und hat eine andere Wertigkeit. Trotzdem, ich gehe auch noch einen Schritt weiter. Und das ist jetzt auch ein bisschen die Antwort eben, Dylan, was du vielleicht tun kannst, auch um dich damit wohlzufühlen. Ich fühle mich damit nämlich wohler, als wenn ich ein Milliardär wäre mit einem dicken Konto und andere Menschen würden mir hinterherrennen, weil sie von mir vielleicht Geld für ein neues Auto kriegen können oder so.
Also wenn ich alleine auf einem relativ hohen Verständnislevel mit anderen mich da geistig austauschen kann, gerade auch über solche Sinn- und Wertmaßstäbe im Ganzen, ist das für mich der größte Reichtum. Schon alleine so denken können, wenn ich die anderen nicht hätte, wäre für mich ein Reichtum, der besser ist als das Milliardärskonto. Aber dann mit anderen so sich auszutauschen und irgendwo sowas zu machen, dafür Aktionen zu machen und Liebesgemeinschaft oder solche Vernunft- und Verantwortungsgemeinschaften zu bilden, ist mehr wert als alle andere Kram. Und, Wechsel. Ja, bitteschön. Die Wissenschaft spricht ganz wertneutral über Egoismus. Das berühmteste, weltweit wissenschaftlich inspirierendste Werk aller Zeiten laut Royal Society und Wikipedia heißt ja auch ausdrücklich das egoistische Gen. Ja, the selfish gene, das selbstsüchtige oder selbstbezogene Gen, ja, das egoistische Gen, weil die Wissenschaft trennt ganz neutral zwischen Egoismus und Altruismus. Und Egoismus ist nicht per se etwas Schlechtes, sondern nur, wir kennen im Kapitalismus den schlechten Egoismus, der ist aber nur auf den Kapitalismus beschränkt. Der Bonobo-Mann, der egoistisch handelt, der schadet nicht seiner Gruppe, sondern der nutzt seiner Gruppe. Ja, und diese Unterscheidung, da machst du eine unzulässige Unterscheidung mit dem Hinweis auf den Sprachgebrauch. Wechsel. Nee, ich glaube, dass das auch inhaltlich sinnvolle Kategorien sind zu unterscheiden. Ich unterstelle einen Missbrauch auch der heutigen Wissenschaft und diesbezüglich auch den politischen Interessen, dass sie das so gleich wischen und damit wesentliche Unterschiede in der Motivation abwerten oder unklar machen. Aber ich gehe noch mal einen Schritt in die Offensive dazu, auch zu dem, was Luki gesagt hat. Es geht immer um das persönliche Wohlgefühl. Nicht einmal das stimmt. Ich vergleiche es also mit einem Bild, um euch das deutlich zu machen, dass die Bewusstseins- und Motivationsebene eine ganz andere Dimension bekommt. Also ein Mensch, der so drauf ist wie ich, das so erforscht, der wird ungefähr seinen Körper so betrachten wie ein Radiogerät, in dem verschiedene Sender sein können. Also unser Bewusstsein ist wie ein Sender oder es gibt verschiedene Arten von Bewusstsein, die Sender sein können. Einer dieser Sender heißt göttliches oder kosmisches Bewusstsein. Allbewusstsein. Und es ist möglich, wenn ich das so sehe oder jetzt das so auffasse auch, den Körper so als Radiogerät mit diesen verschiedenen Sendern, dass ich sage, oh, ich identifiziere mich nicht mehr, weder mit dem Gerät noch mit einem Einzelsender, der jetzt hier, wie geht's mir körperlich und was weiß ich oder so. Wechsel. Ich identifiziere mich mit dem kosmischen Bewusstsein. Wechsel. Wenn du wirklich selbstlos wärest im Sinne des echten Schenkens, dann müsstest du ja eigentlich mir ständig anbieten, ja, Dylan, du willst, dass wir Öffentlichkeitsarbeit in Köln für die GWÖ, GWO-Kombi und die Partei des Gemeinwohls und für das Wahlbündnis machen. Also schenke ich dir meine Zeit selbstlos und diene dir diesbezüglich, aber stattdessen verfolgst du egoistisch weiter deine Ziele. Wechsel. Nee, weil ich ja bereit bin, darüber zu sprechen, was für alle eben am sinnvollsten ist. Also ich halte es für willkürliches Schenken, wenn da zum Beispiel jemand für einen anderen was tut, was gar nicht für alle sinnvoll ist. Wenn der Millionär zum Beispiel hingeht, schenkt seiner neuen Freundin einen Porsche. Genauso möchte ich mit dir abwägen, was können wir an den verschiedenen Orten und mit den verschiedenen Aktionen, die wir machen, tun für die gesamte Verantwortungsrevolution. Nicht nur einen Splitter rausnehmen und sich da vielleicht dann irgendwelche Gefallen tun, sondern sich zusammentun in so einer Strategie für das Insgesamtgute. Ja, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, kann ich noch sagen, eben was der Peter Singer da so gesagt hat, da hatte ich ja schon angefangen. Es ist richtig, dass zwischen Liebenden in einer Familie oder zwischen engen persönlichen Freunden, wo es jedem wirklich um das Wohl des anderen zu tun ist, die Frage der Vergeltung kaum auftritt. Dann entscheidet sich zum Beispiel... Wechsel, piep, 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 Ende. Alles klar. Nächstes Mal vielleicht weiter. Jetzt bin ich wieder dran, ja? Eigentlich war, glaube ich, der... Henning erst und dann kamst du und dann kamen wir. Aber jetzt habt ihr letztens die Reihenfolge anders gemacht.
Vielleicht macht er sie jetzt auch so. Hat der Henning in dieser Runde schon gesprochen? Hat er nach dir gesprochen, Lucky? Ja, er sagte, er sagte, er wäre dran nach mir. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, ihr wärt dran nach mir, aber er meinte, er ist dran. Ja, stimmt. Dann haben wir das verwechselt. Dann bist du jetzt wieder dran. Lucky, Henning, dann Dylan und Öffef. Lucky, Henning, okay. Dylan, Öffef. Okay. Lucky. Ja, ich fand es eben sehr spannend. Die Diskussion hat mich auch zum Nachdenken gebracht und auch überlegt, ob ich da die falschen Begriffe benutze. Vielleicht versuche ich nochmal darzustellen. Mensch kann ruhig das so anders definieren, ob es einmal einen Egoismus gibt, der für die Allgemeinheit gut ist und einmal einen Egoismus gibt, der nur für mich selber gut ist und vielleicht die Allgemeinheit auch schadet. So eine Unterscheidung finde ich gut. Vielleicht gibt's da, müssen wir neue Begriffe für finden. Aber im Prinzip ist ja genau das, was ich vorher sagen wollte, bevor wir eben die Antwort kam, eben, dass es eine Begriffsverdrehung ist, wo ich gesagt habe, dass jeder Mensch hat einen Antrieb. Ich habe das nicht gesagt, Egoismus, sondern einen Antrieb, oder ja, na klar, ich hätte gesagt, formuliert, dann zugespitzt, dass du genauso egoistisch bist wie wir alle anderen, als Öffi, ja. Und von daher speziell gehen sehe ich nicht so, sondern auch wenn es jetzt so hart ist für dich oder provokativ ist, du eben einen Antrieb hast. Und dein Antrieb ist ja zum Beispiel auch, wie du gerade gesagt hast, du möchtest kollektiv. Du möchtest nicht über den anderen hinweggehen, sondern du möchtest kollektiv mit Dylan rauskriegen, was ist für die Menschheit am besten. Aber damit fühlst du dich besser. Du machst es nur, weil du dich besser fühlen würdest. Wenn du sagst, ich entscheide für mich, dann fühlst du dich scheiße, weil du deinen eigenen Ansprüchen dann nicht gerecht wirst. Ja, und deswegen bleibt es für mich eigentlich immer, dass das Grundding ist immer, es geht um persönliche, dass ich mich besser fühle, persönliche Glücklichsein. Und dazu hat natürlich jeder ein unterschiedliches Wertemodell. Und dein Wertemodell ist sicherlich sehr altruistisch in dem Sinne, dass du mit den anderen passen musst, dass du sozusagen Absprache ist, dass du keine Gewalt ausüben willst und dass es dir eben nicht um materielle Werte geht und so weiter. Das kennst du viel besser dein eigenes Wertemodell als ich, obwohl es mir sehr vertraut ist. Und deswegen heißt es, du leidest ja dann auch, wenn du denn eben nicht erfüllst, wenn du egoistisch bist und eben das für dich alleine entscheidest, was da jetzt da und da dann ablaufen soll, sondern du willst es kooperativ, weil das ist ja sozusagen dein Anspruch, willst du es machen. Und wenn du dem erfüllst, dann fühlst du dich gut. Aber das Primäre ist für mich immer dabei, dass jeder Mensch eben versucht, sich möglichst optimal wohlzufühlen, glücklich zu sein. Oder und das ist für mich ja auch eben der Ansatz, wo ich denke, wenn wir das deutlicher machen könnten, dass das Geldsystem uns im Prinzip unglücklicher macht, als wenn wir es nicht hätten, dass wir dann viele Sachen uns wohler fühlen würden, dann denke ich, dann könnten wir. Also finde ich, da müssen wir eben andocken, dass wir irgendwie nachweisen könnten, was sich dann bei Abschaffung dieser ganzen Zwangsgeschichten, die mit dem Geld zusammenhängen, wie befreiter und wohler wir uns dann fühlen könnten. Und da glaube ich, da müssen wir immer mehr vermitteln als diese Sachen, solidarisch und kooperativ und Schenkökonomie und sonst was. Das ist, glaube ich, für viele zu abstrakt. Da, wenn du sagst, sozusagen Grundbedürfnisse, du hast weniger Angst, gibt dann keine Angst mehr um Miete nicht zahlen zu können, keine Angst mehr, nicht alt zu werden und den alten Eisen zu hören, ja, nicht mehr leistungsfähig zu sein, keine Angst mehr, dass die Umwelt kaputt geht und so weiter. Aber dafür Glücksgefühle, weil du kannst dir die Tätigkeit aussuchen, was du machst. Stell dir mal vor, du musst nicht mehr immer zur gleichen Arbeitsstelle, zur gleichen Zeit gehen, sondern du kannst, gibt's nicht noch andere Sachen, die du wozu Lust hast, außer Bagger fahren oder dies oder jenes, was du gerade machst. Und da denke ich, da müssen wir ein paar andocken an diesen Wohlfühlgeschichten. Was gibt es, dass du dich glücklicher fühlst? Das wird, glaube ich, mehr Leute zu was ändern würde, als wenn wir so abstrakte Formeln wie Kooperation und
für alle altruistisch denken und so. Und wie gesagt, ich glaube, dass da gerade auch das normale Volk, dass damit so den ganzen Floskeln nicht so viel anfangen kann. Gemeinwohlökonomie, was heißt denn das und so, ja. Also, als Spiel, ja. Aber so was Praktisches, stell mal vor, jetzt nicht irgendwas dazu mehr Lust hast und du damit, wer bräuchte es aber nicht, wenn du 3, 4, 5 Stunden das machst, mach gleich mal einen Satz rund. Wenn du da 3, 4, 5 Stunden das machst in einer Woche, das würde reichen, dann brauchst du keine Sorgen mehr machen um die Grundbedürfnisse des Architekten, ja, keine Miete mehr, nicht mehr und so weiter. Ob das nicht eher die beiden Leute verfängt. So, Punkt und gebe weiter an Henning jetzt wieder. Ja, danke fürs Wort. Und ich möchte noch was dazu beitragen. Und zwar Egoismus. Egoismus ist etwas oder ist letztendlich in unserer Sprachgebrauch eine Definition, wie wir es de Egoismus definieren. Ich sehe in dem Egoismus eigentlich den Willen unserer Seele oder meiner Seele. Und der Wille der Seele sollte eigentlich grenzenlos sein. Und wenn wir grenzenlos im Bewusstsein für uns selber das Beste tun und im Wohlsein aller das Beste tun, dann sind wir eigentlich auf dem richtigen Wege. Und dann ist auch die Definition von Egoismus eigentlich die optimale Definition da. Und ich sagte auch am Anfang oder ich sagte vorhin auch, dass also die Sprache, die wir jetzt sprechen und auch die Schreibform unserer Sprache, dass die eine Gewaltstruktur darstellt. Und diese Gewaltstruktur haben kleine Kinder nicht, weil sie noch nicht sprechen. Erst in dem Wandlungsprozess, wenn Kinder anfangen zu lernen, werden sie in diese Gewaltstruktur eingepresst. Und das führt dazu, dass Kinder auch Traumata erleiden. Schon, ohne dass sie irgendwie tätlich angegriffen worden sind. Und diese Prozesse, die, dass wir also jetzt die Gewalt von den Systemen nehmen und die Systeme brechen auch zusammen seit über 2 Jahren durch Corona, das wird auch weitergehen. Und der Klaus Schwab hat ja auch gesagt, es wird kein Eigentum mehr geben, weil wir die Beziehung, die energetische Beziehung zu dem, wo wir angebunden sind, was Familie ist, was mein Wohnbereich ist, damit bin ich energetisch angebunden, wo ich mich wohlfühle, da bin ich auch energetisch angebunden. Und dieses Erkennen, dieses energetische Angebundensein, was Kinder von Natur oder Babys von Natur aus mit sich bringen, was denen abtrainiert wird durch unser Gewaltsystem der Sprache und auch dem Geldsystem und den ganzen Regeln, die wir haben, dass wir also wirklich frei in einem Paradies leben können, liegt endlich an unserem begrenzten Denken. Erst wenn wir grenzenlos denken, zum Wohlsein für mich selber und aller, nicht nur egoistisch in einseitiger Form, sondern in zwei-, dreiseitiger Form. Dann sind wir am Ziel. Und dieses Wissen kommt wieder in die Welt. Und dafür gibt es mehrere Anzeichen, dass wir gar nicht mehr um etwas kämpfen müssen, weil wer kämpft, ist letztendlich ein kranker Geist, der um irgendetwas kämpft, um wieder gesund zu werden. Aber Gesundung findet einzig und alleine durch positives Denken, durch Freude, durch Yoga, durch Meditation statt. Und mehr braucht es nicht. Und wenn wir etwas essen oder meinen, wir müssen noch essen, ich brauche nicht mehr viel essen, ich kann von meinem Wasser leben, was ich mir mache. Und also quasi von Lichtnahrung. Und letztendlich ist auch Information Lichtnahrung. Wenn wir die richtige Information bringen, dann bringt es mich auch in die Form dessen, wie ich sein möchte. Und es ist eigentlich das eigene Denken, was wir haben, ob wir uns in Leid denken oder ob wir uns in Freude denken. Daran kann jeder selber arbeiten. Und das ist das, was eigentlich passiert und was der Umschwung werden wird. Oh. Ich gebe jetzt einfach mal weiter. Ich schenke euch den Rest der Zeit, weil das war für mich jetzt erstmal wichtig, das zu sagen. Ich gehe jetzt einfach dazwischen, weil ich mich verabschieden will. Ja, ich sage Tschüss. Ja, tschüssi. Und wir machen jeder noch, die anderen, die machen, können jeder noch eine Schlussminute machen, weil wir dann erst 9 haben. Ne? Also, eine Schlussminute für jeden. Ich fange an. Ja, also ich habe den Eindruck, mit der Schachuhrtechnik, die ist positiv. Da kommen wir etwas näher an die Dinge ran als sonst. Ja?
Und wir reden nicht mehr ständig nur ausweicheritismäßig aneinander vorbei. Also weiter so mit der Schachuhrtechnik. Die anderen, nochmal an Öffi gelandet, die anderen Menschen können aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht das, was Öffi gerne hätte, dass die Menschen könnten. Sie können das nicht. Die GWÖ, die überzeugt viel mehr Menschen, vielleicht auch wegen ihrer Fehler. Wir werden sehen, ob die GWÖ und GWO-Kombi vielleicht dann auch wieder nicht akzeptiert wird, weil sie nicht die typischen Fehler hat, die die GWÖ hat. Aber die GWÖ erreicht viel mehr Menschen als die Schenkerbewegung. Also vielleicht ist das doch ein Hinweis dafür, dass die Menschen eher verstehen, dass sie die GWÖ brauchen, GWÖ, GWO-Sachen brauchen und das Schenken, dass sie das nicht können, ja. Und letzter Satz, alle meine Mitstudenten kassieren heute noch mit ihren Praxen gnadenlos alle Mitmenschen ab, weiter ab und halten alle ihre Patienten weiter krank für den eigenen egoistischen kapitalistischen Profit. Die sind also unendlich weit davon entfernt, das zu können, was Öffi von ihnen eigentlich wünscht. Ja, Öffi, dein Schlusswort, Sekunde. Ja, danke schön. Bin ich zu hören? Okay. Also ich glaube eben, es ist uns geholfen, wenn wir da genauer hinschauen. Können wir bei der nächsten Sendung vielleicht machen oder im Forum. Ich unterscheide nämlich auch zwischen Ego und Selbst. Also dass jemand einen Antrieb braucht und ein Wohlgefühl in seinem Tun hat und dass ihn das auch motiviert, so wie bei den instinktgeleiteten Wesen oder den Tieren das Lustgefühl, die direkte Handlungsmotivation darstellt. Das ist was anderes als die Frage, ob man ein Ego, also ein abgetrenntes persönliches Ich, von anderen in einer Weise unterscheidet, dass man da eben sagt, ich verfolge jetzt meine Interessen auf deren Rücken oder so etwas. Also in der Philosophie und Psychologie gibt es dann zum Teil die Unterscheidung dann zwischen Selbst und Ich, beziehungsweise Ego. Und ich sage alles nur noch mal in einem kleinen Beispiel zur Anschaulichkeit. Stellen wir uns vor, da stehen Peter. War das die Minute jetzt so? Okay, kann ich auch ins Forum reinschreiben dann? Schaut rein bei Wandelgesprächen, liebe Leute, und macht euch über die Dinge halt Gedanken und wir werden das bestimmt auch fortsetzen. Und dann kann man beim nächsten Mal da noch auf weitere Details eingehen. Ja, Henning, ach, ja, dann möchte ich gerne noch das Schlusswort geben und eigentlich nur sagen, achtet auf das Schöpfergesetz und achtet darauf bei allem, was ihr denkt und tut, dass ihr Gutes tut. Und das Schöpfergesetz ist eigentlich mit einem Satz gesagt, jede Handlung oder jeder energetische Prozess ist immer in Harmonie, bedingungslos und in achtsamer Liebe. Und dieses kann nur durch Schenken und Helfen gemacht werden oder getan werden. Und wenn jeder jeden hilft, ist auch jedem geholfen. Danke. Ja, tschüssi bis Samstag, wo es dann weitergeht mit der Schachuhrtechnik. Luis hat sich schon für die Schachuhrtechnik angemeldet, für Samstag. Die Schachuhrtechnik finde ich sehr gut. Also ich würde da ganz gerne auch mitmachen. Ja, das können wir ja dann mal ins Auge fassen. Öffi noch, ja, auch Samstag dann Schachuhrtechnik mit Luis auch, ja? Von mir mit aus uns beiden gerne. Und mit Luis und mir, hat er angekündigt. Alles klar, ich beende die Aufzeichnung.